Hallo, hier spricht Oliver Fröhlich und ihr hört den Terranischen Kongress. Heute unterhalten sich die werten Kongressteilnehmer über einen Detektiv der USO und darüber, was er nicht alles für eine Handvoll Nudeln tun würde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören der Folge und ziehe mich zurück. Meine Pasta wird sonst kalt. Lange gedauert, aus Gründen, Leben und so weiter. Ihr kennt das, aber heute haben wir es wieder geschafft, sind zusammengekommen. Der Chris ist wieder mit dabei. Hallo, ich bin zurück aus Hamburg. Wahnsinn. Der Markus ist wieder mit dabei. Ja, hallo. Der Sven ist wieder mit dabei. Grüßt euch. Und ich bin Dominik. Hallo jetzt auch nochmal von mir. Und damit sind wir komplett in der heutigen Runde. Und es gibt viel zu besprechen. Wir haben uns dieses Mal gedacht, weil wir ein bisschen was schleifen lassen haben, dass wir noch nicht alle aktuellen Sachen besprechen werden. Das wäre nämlich gerade ein bisschen viel. Und die nächste Folge ein bisschen eher aufzeichnen würden. Und dann sind wir, denke ich, wieder voll aktuell im Geschehen. Aber ich glaube, das passt. Vielleicht wollen wir, bevor die News kommen, so ein kleines bisschen Kommentare kommentieren. Oder was meint ihr? Denn wir hatten euch gefragt, ob ihr gerne ausführliche Rezensionen haben möchtet oder ob uns euch das etwas schnellere Tempo gefällt. Und wir haben in beiden Richtungen Kommentare bekommen. Also einmal das Schnelle gefällt uns sehr gut, aber auch viele Kommentare bekommen von ihr könnt gerne noch viel länger über die Romane reden. Das wird in den nächsten Ausgaben noch rein aus Massegründen nicht so gut funktionieren, weil wir sonst 5 Stunden am Stück aufzeichnen müssten. Und ich glaube, das könnt ihr verstehen, dass das nicht klappt. Aber dann, sobald wir wieder in einem Rhythmus sind, wo ein bisschen weniger Romane auf einmal drankommen, lässt sich das, glaube ich, auch ganz gut realisieren. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr uns gerne zuhört. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. mir gefällt auch die Idee, ein bisschen jetzt keine Hauruck-Aktion zu machen und alle wegzurotzen. Ich glaube, wegzurotzen ist der richtige Fachbegriff dafür. Mhm. Und eher so ein bisschen gediegener an die Sache ranzugehen, habe ich, glaube ich, viel Bock drauf. Ja, auf jeden Fall. Zumal wir dann in der nächsten Folge ein bisschen mehr Zeit dann eben der neuen Miniserie auch widmen würden. Und ich glaube, das passt ganz gut, wenn wir das dann nicht alles auf einmal machen. Aber Miniserie machen wir heute, oder? Nee, Miniserie machen wir nächstes Mal. Okay. Das wird zu viel. Na, wenn du das mir sagst. Auch ganz lieb, den zweiten Teil habe ich nämlich noch nicht durch. Was? Aha, siehst du? Nee. Ich verurteile das, aber ich sehe das gerade als Zustimmung, dass wir das nächstes Mal machen. Gut. Ansonsten, News aus dem Perryversum gibt es seit dem letzten Mal nicht so unfassbar viel. Zwischendurch gab es kleine Probleme mit dem Perry Roden E-Book Verkauf auf Amazon. Das ließ sich aber relativ kurzzeitig wohl dann wieder lösen. Daher Gefahr erkannt, Gefahr gebannt und das funktioniert jetzt wohl wieder alles. Ansonsten steht, glaube ich, im Moment gerade ganz viel im Zeichen jetzt der neuen Miniserie. Ne? Androiden ist losgegangen, aber da werden wir nächstes Mal ausführlicher drüber sprechen. Wir wissen, dass die neue Staffel von Neo ab 330 Primat heißen wird. Da kann man ja vielleicht dann ein bisschen mutmaßen. Die Hauptperson ist ein Affe. Mhm. Nein. Ja, es könnten natürlich dann Primaten sein. Hey, Dominik, es gibt sowas wie ein. Hast du gehört, du machst auch endlich mal eine Hauptrolle? Ja, ja. Also ich sehe mich schon so. Also mit Keule und so ist jetzt nicht so, dass es so einen Charakter nicht gäbe. Sag mal Huda, Huda. Und eine Gratulation leider posthumen, aber jetzt im März wäre Kurt Maher 90 Jahre alt geworden. Da hat die Perry Roden Redaktion einen sehr netten kleinen Text auf der Website verfasst. Und wir hatten den 40. Todestag von William Woltz. So ist es. Ja. Genau. Also da wirklich einfach, kleine Erinnerungen an sehr wichtige Personen für diese Serie. Darf ich noch eine bisschen negative News? Ich weiß nicht, wie ihr das aktuell wahrnehmt. Ihr seid ja auch Abonnenten. Mhm. Der Abo-Service ist zurzeit wieder absolut unterirdisch. Also zumindest bei mir. Ich habe totale Probleme. Ich habe mir heute wieder noch im letzten Moment in der Buchhandlung noch meine 2 Hefte. Also Neo kein Problem, aber Miniserie und
Erstauflage total unzuverlässig. Ja, also bei mir gab es irgendwie ein Problem mit den Miniserien. Also erstmal hat der Abo-Service 2 Wochen gebraucht, weil ich nachgefragt habe, ob sich das Abo jetzt automatisch verlängert, was meiner Meinung nach neu ist. Denn vorher war es so, dass man immer nur eine Miniserie bestellt hat und dann war das automatisch zu Ende. Und jetzt verlängert sich das aber automatisch. Das hat aber 2 Wochen gedauert, bis ich das wusste. Und irgendwie sind dann automatisch meine Ausgaben an die Adresse meiner Eltern gegangen. Weiß ich auch nicht, wie das passieren konnte. Aber gut, das lässt sich jetzt aber alles klären. Jetzt kommen die zu mir und dafür habe ich jetzt halt ein Heft mehr, weil dann das erste und das zweite Heft sowohl an die Adresse als dann jetzt auch nochmal an meine kamen. Ist auch schön. Brauche ich nicht, aber ist auch schön. Wenn du 2 Hefte hast, kannst du doppelt so schnell lesen. Ja, siehst du? Mit einem Auge das eine und mit dem anderen das andere. Mhm. Nee, ich habe schon überlegt, dass ich jemanden hätte, der eventuell Interesse daran hätte, mal Probe zu lesen. Der kriegt jetzt einfach die erste und die zweite Ausgabe geschenkt. So ist das. Jawohl, ja. Ja, das ist, ich weiß auch nicht so ganz, woran das liegt. Ich habe auch den Eindruck, dass es da einfach ein bisschen drunter und drüber geht gerade. Ja, aber dafür habe ich halt kein Abo, weißt du? Also finde ich bisschen unmöglich, vor allem dadurch, dass das schon in Vergangenheit so gewesen ist. Und wenn ich halt Freitag das Heft nicht im Briefkasten habe, so, dann brauche ich kein Abo. Sorry. Es klingt halt unfair, klingt doof, ist aber so. Ja, gut, ich bin auf E-Books gewechselt, ja. Genau. Ja, du ja auch schon aus Gründen, ne? Also das ist halt... Ja gut, es ist halt doof, wenn du irgendwie sonntags eine Rezension machen willst morgens und dienstags kommt das Heft an. Das ist ein bisschen spät. Ja, ich denke auch. Deswegen, lieber Abo-Service, looking at you, Bauer. Ja, wir wollen gerne das Printmedium, das ihr da vertreibt, am Leben erhalten. Wir sammeln das. Deswegen wäre es schön, wenn das besser klappt. Ne? Ja, aber ansonsten im Moment so richtig krasse News und Neuankündigungen gibt es nicht so wirklich. Wir haben eine News in eigener Sache. Wenn ihr darüber nachdenkt, in diesem Jahr auf die FedCon zu kommen, dann tut das gerne. Dann kommt doch gerne an dem Stand der Perioden-Redaktion dabei. Da werden nämlich über einen ziemlich großen Zeitraum der laufenden FedCon der Chris und ich auch präsent sein. Und es wird eine Veranstaltung zusammen mit mehreren Autoren, unter anderem Marie Eriksson und Olaf Brill, geben, an der wir zusätzlich auch noch teilnehmen. Das wird im kleinen Saal stattfinden. Es steht noch nicht ganz genau fest, wann genau, aber eben im Laufe der FedCon. Und da werden Autoren und Podcaster sich ein bisschen die Bälle zuspielen, austauschen. Ich glaube, das wird eine ganz lustige Sache. Und da werden eben dann Chris und ich auch mit auf der Bühne sitzen, neben dem Alex vom Radio Freien Erdruss, glaube ich, und der Christian von Last Geek Tonight wird auch wieder mit dabei sein. Es wird wieder eine Chris-Convention. Aber hallo. Und wir gehen wieder einen Livestream, oder? Machen die Livestream, die Jungs? Die machen wieder einen Livestream und wir haben auch schon mal so ein kleines bisschen, also der Christian und ich haben schon ein kleines bisschen angefangen zu brainstormen, was da so kommen könnte. Und ja, seid gespannt. Also das wird sicherlich eine lustige Sache. Das hat das letzte Mal Spaß gemacht. Ich glaube, das sollten wir häufiger machen. So ein Livestream? Ja. Ja, wir müssen, vielleicht brauchen wir so eine knackige Kaminfeuer-Wohnzimmer-Atmosphäre, wo wir irgendwie noch ein neues Format entwickeln. Mhm. Ja, vielleicht wird ja bald bei mir hier im Haus einer Weltdiebzentrale eingerichtet. Ihr Lieben, schreibt uns doch mal in die Kommentare, schickt uns eine Mail und so weiter und so fort, wie ihr das denn finden würdet, wenn wir vielleicht ein Live-Programm auch mal anbieten könnten. Sprich, eine bestimmte Uhrzeit, wo ihr dann live in einen Chat dazukommen könntet und dann auch mit uns dort direkt interagieren könnt. Wäre das was für euch? Habt ihr da Interesse dran? Ja, nein, vielleicht, weiß ich nicht oder unbedingt. Du hast auf gar keinen Fall vergessen. Das gibt's nicht. Vor allem, wenn man mich nicht sieht. Ja, gut. Unsere Gags werden heute auch immer schlechter. Gib mir noch eine Stunde, Leute. Ich werde gerade fahren. Ja, wir müssen erst mal wieder reinkommen, Leute. Es ist so viel Zeit vergangen. Es ist, es musste auch mal wieder, ne? Ich habe auch voll Lampenfieber heute. Ja, oh. Ja. Ich kann nicht, wenn Leute zuhören. Und bevor wir jetzt in die Neo-Rezensionen rein durchstarten. Chris, was liest denn du gerade so? Leute, ich bin weich geworden. Ich habe, der Tolkander-Zyklus hat mich erneut besiegt. Ich habe es diesmal bis 1830 geschafft, aber dann hat es mich vielleicht ein bisschen gelangweilt, ich weiß es nicht. Ich habe heute erstmal das Handtuch ins Kornfeld geworfen, oder wie man das so schön sagt, und bin umgestiegen auf Neo und bin da heute mit der 220 eingestiegen. Nee, ich habe den 2900er-Zyklus fertig. Weiß ich gar nicht, ob das beim letzten Mal auch schon so war. Das war beim letzten Mal, glaube ich, gerade durch so. Okay. Hab dann den 1800er-Zyklus angefangen. Hab mir da auch hier und da das Hörbuch angehört. Und ich muss sagen, Leute, absolute Entdeckung. Wie heißt der Oliver El-Fayoumi? Ja.
Kann das sein? Der ist ja fantastisch als Sprecher im Hörbuch. Der ist super, ne? Der ist toll. Finde ich auch. Also hört euch das mal an. Ich glaube, der macht direkt die 1800, Oliver El-Fayoumi. Der ist auf jeden Fall ein Reinhören wert. Alleine schon wegen der Stimme. Ganz, 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 ganz toll. Großer Fan bin ich. Ansonsten, ja, der Tolkanda-Zyklus fängt toll an. Ist so eine, finde ich, so eine Feldhoff. Also man merkt, wo Feldhoff angefangen hat und wo er bei der Negasphäre aufgehört hat. So. Ja, ja, der Robert Feldhoff. Toll kann der. So, und ja, leider hat er mich ein bisschen, aus der Kurve getragen, der Zyklus. Deswegen gibt es jetzt ein bisschen Neo. Und, was habe ich noch gelesen? Den 165er Silberband. Ja, absolutes No-Go, was sie da gemacht haben für mich, ist, dass sie wieder diese Zyklen vermischen im Übergang von Ja, sie haben es wieder getan. Sie ich verstehe es nicht. Getan. Ich verstehe es nicht, komplett nicht. Also ja, klar, dann ist das Silberband dicker und mal dünner, aber das ist ja halt mittlerweile auch keine Ausrede mehr, weil die Dinger sind halt, keine Ahnung, erst so 3 Finger breit gewesen oder 4, ja, 3 Finger breit, ja. Und jetzt sind es gerade noch so 2,5 breit und da hätte man locker auch noch den Rest da reindrücken können. Ja, ich weiß nicht so genau, also es ist vor allem... Ich überlege so gerade aus meinem Erinnerungsprotokoll, die Sachen habe ich nicht mehr so präsent, inwieweit dieser Übergang von Gänger des Netzes zu Tarkan so Sinn macht, das in ein Buch zu machen. Also mich hat es ehrlich gesagt genervt, bin ich ehrlich. Ich glaube, das ist so eine alte Silberbandkrankheit eigentlich, ne? Da so mittendrin aufzuhören, das Finale mitten im Buch zu machen, damit was Neues anzufangen. Das ist so ja, das haben sie immer mal wieder gemacht. Also ganz, ganz legendär ja, ne, bei dem Atlan-Band, wo einfach ganz krass so Finale. Dritte Macht, Erde wird scheinbar zerstört. Ich glaube, das war der 6. Robotregent. Nee, der 7. Im 7. Ist noch das Ende von dem Ding drin und dann Now for Something Completely Different, das ist übrigens Atlan. Ja, stimmt, ja. Sie auf Hellgate dann irgendwann an, ja. Ja, ja. Und also ich glaube, das wird jetzt bei dem nicht so krass. Ich glaube schon, dass sie da handlungstechnisch eher dann einen Bogen hinkriegen. Aber ja, weiß ich nicht. Hätte man vielleicht besser vorplanen können. Naja, wie fandst du denn den Silberband an sich? Nett. Niki Frickel fetzt. Was habe ich noch dazu zu sagen? Fatzi Sludge fetzt auch. Perry ist wieder mit dabei. Perry darf auch Dinge tun. Obwohl das bei dem halt, also dadurch, dass es halt so gestückelt ist, ist das bei dem echt zusammenhangslos. Und für Zyklusfinale ist es ein bisschen wenig Perry immer noch. Es ist halt nicht das Zyklusfinale, das ist so das. Da bin ich auch ein bisschen mit falscher Erwartung reingegangen, dass ich auch, bis ich den dann so in Händen hatte, dachte so, das ist jetzt hier Abschluss, ne? Naja. Vor allem, du merkst es ja nicht, wenn du den Zyklus nicht kennst, weißt du das ja nicht. Und dann liest du so 20 Seiten vor Ende. Und im letzten stand ja, mit diesem Band endet dann der Gänger des Netzes-Zyklus. Doch nicht. Ich weiß irgendwie nicht so richtig, wo die Entscheidung hergekommen ist, ja. Also, hat mir Spaß gemacht, ja, hat sich gut gelesen. Hat sich auch besser gelesen nochmal als Dorifa zum Beispiel. Aber ansonsten, ja, ist keine Sternstunde. Das stimmt. Wann kommt eigentlich der nächste? Das müsste doch bald im Mai soweit sein, oder? Ja, ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht. Also ich habe zumindest, glaube ich, den konkreten Termin als Ankündigung noch nicht gesehen. Aber Mai, Juni auf jeden Fall. Ne? Cool. Nö, ansonsten, ich habe noch was gelesen. Ich habe ein bisschen Mark Brandes weitergelesen, habe da den 6. Band Vollstrecker gelesen. Weiß nicht, ob ihr den kennt, die Vollstrecker. Und da würde ich euch gerne einen Satz zitieren aus diesem Buch und ihr ratet mal, vielleicht kommt euch der ja ein bisschen bekannt vor und ihr ratet einfach mal, woher ich mir der bekannt vorkommen könnte. Zuhörer, ihr könnt gerne mitraten oder ZuhörendenInnen, weiß ich nicht. Alles, was Menschen bewegt, was ihnen groß und wichtig erscheint, wird unter den Sternen seltsam klein und nichtig. Oder ich drehe die beiden letzten Adjektive nochmal um. Alles, was Menschen bewegt, was ihnen groß und wichtig erscheint, wird unter den Sternen seltsam nichtig und klein. Über den Sternen. La 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 la. Das kann ja kein Zufall sein, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Jetzt muss ich mal gucken, wann Reinhard May den Song gemacht hat. Ansonsten ist das hier Kurt Brandt in Bestform. Ja. Nee, nicht Kurt Brandt. Mark Brandt, das ist von Michalowski. Michalowski. Ach, Michalowski? Ja, irgendwie so. Wo bin ich denn jetzt gerade bei Kurt Brandt? Er hat doch Dingsbums. Sterndschungel. Ja. Galaxis, pass auf, wie heißt er denn? Mensch. Der nicht Perry Rodenbrock. Ah. Rendark. Rendark, ja. Ja, ja. Falsche Ecke, sorry. So, ich habe auch noch ein bisschen was gelesen. Und zwar, der Chris und ich, wir haben uns ja überlegt, dass wir Planetenromane ins Rampenlicht setzen wollen. Und da habe ich mir mal wieder ein paar geschnappt. Und ich bin jetzt gerade mittendrin in der Auris-Trilogie von Arndt Elmer geschrieben. Und das ist so Background-Story 800er-Bände.
Das ist im Prinzip das Ende der Durt mit Bardiok, wie die sich dann als Superintelligenz mergen und im Prinzip komplett mit Aliens. Ich glaube, es kommen praktisch gar keine Menschen vor und die gefallen mir sehr, sehr gut. Sind aber, glaube ich, echt komplett unlesbar, wenn man die Erstauflage nicht liest, was bei den Planetenromanen eigentlich ein bisschen ungewöhnlich ist. Aber die gefallen mir sehr gut. Das sind aber schon die 200, also 290 irgendwas sind die drei. Also bis Planetenromantik dazu kommt, das dauert vielleicht noch ein kleines bisschen. Aber ja, die lese ich gerade, die machen mir großen Spaß. Ich hab einen gelesen, der wieder eine Ernst-Ellert-Story ist. Am Rand der Unendlichkeit, das hat mir auch gut gefallen. Und ich habe noch einen mir geschnappt. Auch eine Backstory, nämlich die Kinder von Sam Pigeon. Ne? Also von auch diese, ja, auch eine Background-Story für die 800er-Hälfte im Prinzip. Also auch wieder so ein Roman, wobei ich fand, für den hätte man es nicht unbedingt kennen müssen. Ich glaube, den kann man auch als Standalone ganz gut lesen. Aber schön Charaktere erweitert, die in der Erstauflage vorgekommen sind. Auch ein gutes Ding gewesen. Und ansonsten nebenher, ja, Atlan Blaubände habe ich jetzt auch so eine kleine Pause gemacht. Dachte ich mir auch so, ich könnte jetzt den nächsten Blauband lesen, habe mir dann aber ein paar Planetenromane genommen. So, ein bisschen Live-Recherche später habe ich herausgefunden, dass Reinhard May dieses Lied 1974 das erste Mal veröffentlicht hat und Marc Brandes den Roman 1973. Also, wissen wir jetzt eindeutig, Reinhard May hat abgeschrieben. Nee, Marc Brandes ist Reinhard May. Ah. Das ist doch damit hinlänglich bewiesen. Auf jeden Fall. Ja, ich nicht, der Kausalkette kann ich folgen. Ja. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Sehr gut. Mhm. Hat Reinhard May vielleicht als unter Pseudonym als Ghostwriter Science-Fiction-Romane verfasst? Nö, der ist Testpilot bei der Vega. Ja. Ja. Gefällt mir auch am besten. Lassen wir so. Ach ja, gut. Jungs, sonst so? Sven, was machen so die Tausender? Ja, ziehen sich. Obwohl, es geht. Ich bin schon ein Stückchen vorangekommen. Ne? Ich bin so fast bei Zyklusmitte. Lese gerade, wobei ich jetzt gerade erstmal das Aktuelle weggelesen habe oder noch dabei bin, aber Atlans Rückkehr. Also kurz vor Zyklusmitte. Und nebenbei habe ich auch die Tolkanda angefangen. Bin aber noch nicht so weit wie Chris bei, ich glaube, 1807 oder so. Bis dahin sehr wechselhaft, aber jetzt nicht ganz schlecht. Mal gucken, wie sich das noch weiterentwickelt. Ich habe den Zyklus eigentlich ganz ordentlich in Erinnerung, aber das ist halt auch schon ewig her. Ne? Da bin ich irgendwann mal aktuell in die Erstauflage eingestiegen. Das war vor, ja, 20 Jahren. Der macht ja auch Spaß. Da gibt es ja nichts dran zu meckern eigentlich, aber irgendwie. Ja, aber man jumpt halt doch erstmal wieder so 20 Jahre Science-Fiction-Entwicklung zurück, ne? Ja, ja. Den letzten Roman, den ich gelesen habe, das war der IQ-Dimmer, da wären sie alle dumm und dann ist halt Ronald T. Kehner dumm geworden und mir hängt halt noch aus, oh, jetzt lass mich lügen, dem 2800er-Zyklus der Tod von Ronald T. Kehner so in den Knochen und das fand ich so albern. Der hat auch auf Goodreads bloß 2 Sterne bekommen. Ach so, und übrigens, auf Goodreads ist der 1800er-Zyklus nicht richtig gelistet. Auch mega nervig. Stimmt. Wobei das wohl irgendwie ein technischer Fehler ist, hat man uns ja gesteckt. Ne? Ja, wir haben ja jetzt den Nerkit drauf angesetzt, unseren genau. Steady-Supporter. Der ist jetzt unser Mann in Goodreads. Der Perry Roden Botschafter auf Goodreads. Der wird jetzt ordentlich aufgeräumt, sage ich euch. So ist richtig. In den Tausendern fehlten übrigens auch welche. Die Höhlen von Lockwood 1045 war zum Beispiel auch nicht da. Ja, guck mal. Es sind halt einfach mega, mega viele. Aber ja, da ist noch ein bisschen Nachholbedarf. Ich meine, Perry Rodens Szene aktiv auf Goodreads gibt es ja schon. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass das nicht gereviewt werden würde, alles so. Ne? Naja, genau. Na gut. Ja, aber ansonsten, ne, hast recht, also viel dann halt jetzt aktuelles Lesen. Also spätestens dadurch, dass die Miniserie jetzt wieder losgeht. Ich habe dann auch zwischendurch noch den Silberband gelesen, ist cool. Aber die Herausforderung, aktuell zu sein, ist nicht so klein. Das ist schon ein Ding irgendwie. So, haben wir es. Markus? Die Addocs. Ich habe doch gedacht, ich probiere mal meinen Anfangszyklus mal zu komplettieren. Ich bin ja irgendwie 3 Hefte vor Schluss angefangen. Und ich muss sagen, da erscheinen die neuen Romane im ganz anderen Licht. Ich habe mir überlegt, ob ich denen zu viele Punkte gebe, aber sie sind verdient. Also wenn man das mit den alten Dingern vergleicht, ja, das ist doch wirklich stellenweise sehr viel Altherrenscharme dabei. Und ja, ich muss sagen, der erste Weltschick, das war so zusammengefasst, was mich eigentlich in dem Zyklus interessiert hatte. Mhm. Ja, Kurt Mahr und Clark Dalton, die waren richtig gut. Also waren halt schon sehr oldschool halt. Ne? Und ich glaube, es war auch Clark Daltons vorletzter Roman.
Peter Griese, na, ging so, A.G. Francis, und danach habe ich ja erstmal eine Pause gemacht. Also bis zum Feldhof bin ich gar nicht gekommen und habe dann erstmal gesagt, da lese ich mal wieder was Aktuelles oder lese halt Neo weiter. Ne? Das war dann in dem Moment dann auch spannender. Also es war, glaube ich, nicht so der Höhepunkt der Serie. Ja, die fehlen mir auch noch komplett. Enox habe ich auch noch gar nicht gelesen. Ja gut, die Kantaro, die Linguiden und die Enox, das sind so meine Lücken. Im Laufe unseres Lebens. Habe ich mir auch irgendwo noch auf die Fahne. Aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal, ich habe ja immer so nebenher, höre ich ja gerade die 900er Bände, so in den Silberbänden, nochmal mit. Und ich glaube, da werde ich in dieser Richtung, werde ich einfach so nach und nach immer mal ein bisschen weitermachen jetzt. Und dann komme ich da irgendwann hin. Mal schauen. Jawohl, ja. So, meine Herren, seid ihr bereit? Denn jetzt kommt eine neue Rubrik bei uns. Das haben wir noch nie gemacht, aber vielleicht machen wir es nächstes Jahr direkt wieder. Das ist vielleicht an mir gefallen. Was Dominik da so zu übertünchen versucht, ist, dass der Nachmittag heute von einem großen Chaos geprägt war. Aber red weiter, red weiter. Aber wir haben uns dazu entschieden, in demokratischer Manier, als Terranischer Kongress den besten Parry des Jahres 2023 zu küren. Und das war ganz schön kompliziert, sich auf ein einheitliches System zu einigen, dass jeder auch brav seine Stimme abgegeben hat und so weiter. Aber wir haben das alles geschafft und wir haben Ergebnisse. Seid ihr bereit? Schieß los. Immer. Ich kann mich kaum halten. Chris, wir brauchen jetzt eine epochale Musik. Warte mal, ich hau gerade in die Tasten. Trommelwirbel. Zunächst einige Honorable Mentions von sehr guten Romanen, die wir festgestellt haben, die aber nicht gewonnen haben. Da hätten wir einmal auf jeden Fall Michael Markus Turner mit Countdown und Der Schwarze Garten. Da hätten wir auch Michael Markus Turner mit Mann in blauen Flammen. Da hätten wir auch Eine neue Zeit von Kai Hirt. Da hätten wir auch Christian Montelon, Die lebenden Häuser der Ziff, und Robert Corvus, Cyberflora. Aber der Roman, der es am Ende geworden ist, Trommelwirbel, ist mit ein bisschen Abstand, aber nicht so großem Abstand, Die dunklen Hallen von Terrania von Michael Markus Turner. Da, da, da. Da, 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 da. Der damit das allererste Mal den Preis Primus 2023 gewinnen wird, in Form einer Trophäe, eines goldenen Kugelraumers. Wir wissen nur noch nicht so ganz, wann und wo wir ihm den überreichen können. Aber er hat ihn jetzt gewonnen. Lieber Michael Markus Turner, wenn du auf der FedCon sein solltest oder wenn du im Sommer in Braunschweig sein solltest, wären das gute Gelegenheiten, diesen Preis von uns verdient zu bekommen. Ja, aber Leute, ich fand das eine ganz tolle Sache und auch so dieses nochmal Rückrevue passieren lassen, auch so im Nachhinein, nicht aus dem Stegreif von den Punkten, sondern am Ende, was fanden wir eigentlich so am besten an Romanen? Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich muss jetzt noch eine Story erzählen. Die dunklen Hallen von Terrania, das ist ja der Roman mit Homer G. Adams auf dem Cover. Yes. Und wir waren auf der FedCon letztes Jahr. Und da war der Arndt ja noch mit dabei. Der hat ja das Titelbild verantwortet. Und beim Pizzaessen, am zweiten Tag, glaube ich, war das, hatten wir uns noch drüber unterhalten. Und da hat er ja gerade an diesem Cover gearbeitet und hat so ein bisschen erzählt, wie das so im Zusammenwirken mit Michael Markus Turner und Arndt entstanden ist, wie die darüber gesprochen haben, was denen da wichtig gewesen ist. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Und so ist dieses ganze Ding noch ein bisschen kompletter gewesen. Und ich glaube, der Michael Markus Turner hat auch auf seinem Blog noch über dieses Titelbild einen Beitrag geschrieben. Den werde ich euch raussuchen und im Blogbeitrag verlinken. Und so im Nachhinein war das einfach ein krasser Moment, der da so ein bisschen mit reinspielt. Ich habe da jetzt gar nicht auf meine Wertung geguckt. Ich habe einfach jetzt mal so drauf geguckt und geguckt, okay, was ist mir jetzt so positiv in Erinnerung? Was ist mir besonders positiv in Erinnerung geblieben? Und das war einfach Cyberflora. Ganz einfach wegen diesen krassen Antanas Lato-Momenten, weil der da so ein bisschen aus seiner Eggshell rauskommt, also aus seiner Eierschale. Er wird ja da so ein bisschen zum Floristen. Das war ja zuletzt in den letzten Heften noch mit dabei. Hat mir sehr, 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 sehr guten Eindruck hinterlassen. Robert Corvus hat sich da auch ordentlich ausgetobt. Übrigens in unserer Wertung zweiter Platz geworden. Ja. Zweiter Platz, Cyberflora. Ja, ja. Sehr gut. Was ich auch nochmal dachte, das war ganz große Science-Fiction, muss ich sagen. Was mir dann wieder in Erinnerung kam, war der Christian Montelon mit den lebenden Häusern, weil das einfach so ein geiles Sci-Fi-Konzept auch war. So, also das war für mich sehr viel Sense of Wonder, so auf diesem Planeten.
Aber ja, also das sind einfach sehr, sehr starke Romane. Ich finde es cool zu sehen, dass Michael Markus Turner da doch jetzt viel auch in unseren Tops gelandet ist. Mhm. Der hat ein echt starkes Jahr gehabt, muss man sagen. Ja, der war alleine viermal vertreten, ne? Ja, schon. Also doll. Also ich muss ich auch echt sagen, also auch jetzt hier mit der Terrania-Trilogie, die ja jetzt auch nochmal als Print-on-Demand so erhältlich ist, das ist echt gute Science-Fiction, die der da hingekriegt hat. Und ja, ich finde, das bildet sich in dem Jahr dann in der Wertung auch wieder. Aber ich muss sagen, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass es Susan Schwarz nicht in unsere Top 5 geschafft hat. Das stimmt. Aber wenn du jetzt mal so Revue passieren lässt, was da letztes Jahr gekommen ist, waren immer stabile Romane, ne? Also grundsolide. Mhm. Da war auch ordentlich magisch. Also Susan Schwarz Magic war auf jeden Fall in place. Aber ich denke, 2024 hat sie jetzt schon ein paar Sachen vorgelegt, die da auf jeden Fall in Betracht kommen. Auf jeden Fall. Ja gut, bei mir hat sie immer sehr viele so sehr solide 8 Punkte bekommen. Das ist ja schon im oberen Drittel mit dabei halt. Ja, die Susan ist auf jeden Fall eine Bank gewesen. Ja. Ich glaube, das kann man generell sagen, wenn man sich ja auch unsere Folgen angehört hat in 2023, auch so was gute Einzelromane angeht, generell was relativ gut geschriebene Romane angeht, da braucht sich in dem Jahr eigentlich keiner verstecken. Ich hatte ja auch noch in meiner Liste dann einen Leo Lukas mit drin, oh Wunder, Fanboy, auch der braucht sich nicht zu verstecken. Dann haben wir die ersten Ben Calvin Harry Erstauflagenromane drin, die ja auch alle ziemlich gut waren. Also da sind viele Sachen drin, wo man sagen muss, die sind alle eigentlich gut gewesen. Von Michelle Stern hatten wir gute Sachen dabei. Ja. Also ja, da ist einfach echt viel unterwegs, was schon ziemlich, ziemlich gut ist. Also wenn man sich mal anguckt, ne, wir haben ja in dieser Top-5-Wertung, da hat ja auch der Markus, was man sagen muss, also alles über 9 bei Markus ist ja ein ziemlich astronomischer Wert. Und da haben wir Sachen, ne, also zum Beispiel den Cyberflora, der hat ja bei Markus die unfassbare 9,75 abgesahnt, was ja fast gar nicht geht. Das ist fast Dune. Ja. Ja, ja, ist nah dran. Also es war ja auch, ich fand es war ein ziemlich perfekter Roman. Also es hat halt Sense of Wonder in jedem ziemlichen Mengen, es hat Action in jeglichen Mengen, es hat Military in Mengen, es hat noch diese Neurodiversität von Antanas Latu drin halt. Also es war ein sehr gutes Package, fand ich. Das war. Ja. Und wenn ihr mal drüber nachdenkt, wie der Robert Corvus gestartet ist in den Zyklus, mit diesem, ich sag's jetzt einfach mal, unsäglichen Doppelband am Anfang, mit der 1 und der 2, also nee, der 3200 und 3201, genau, wo wir alle so, what, was, was ist denn hier los? Das fühlt sich komisch an, ich will das nicht. Die sind alle so schön und warum wird da mit Flexoret gefochten? Ja, aber jetzt hat er sich richtig reingegruft, ne? Und auch die letzten Hefte, die er jetzt gebracht hatte, jetzt in dieser Woche, wo wir drüber sprechen, ist ja noch der Konstruktor aktuell, über den wir heute gar nicht sprechen wollen, den ich auch sehr, sehr fantastisch fand. Wo ich übrigens anprangere, dass wir nicht drüber sprechen, weil ich muss darüber sprechen. Also die nächste Folge darf auf keinen Fall allzu lange auf sich warten. Wir haben uns auch schon fest vorgenommen, zeitnah wieder aufzunehmen. Ja. Also der hat sich auf jeden Fall reingegruft in das Jahr und in den Zyklus. Und ich muss sagen, es scheint ihm, also meine Wahrnehmung ist, dass wenn er so Einzelromane, so alle 4, 5 Hefte mal eins bringt, dass er da irgendwie mehr on point ist, als wenn er sich so über ein Doppelband auslässt. Yes. So, meine Herren, und bei der Überlegung, diesen Preis zu vergeben, ist uns da noch was aufgefallen. Wir müssen noch einen Preis vergeben. Da wissen wir allerdings wirklich nicht, wann wir den wieder vergeben. Aus Gründen, denn wir haben uns entschieden, der noch aktuellen Expokratur im Endeffekt einen Lebenswerkpreis zu verleihen, denn Wim Wandemann und Christian Montelor werden zur 3300 das Exposé an Ben Calvin Harry abgeben. Und das möchten wir gerne nochmal würdigen, was diese beiden Herren an unfassbarer Vorstellungskraft und an Konstruktion da in den letzten, jetzt schon einigen Jahren geleistet haben. Deswegen gibt es auch da nicht einen goldenen Kugelraumer, sondern einen goldenen Hantelraumer für diese beiden Herren. Ja, das könnte man eigentlich fast im Braunschweig vergeben alles, oder? Ja. Also, meine Herren, ihr müsst kommen. Ja, das machen wir. Deswegen Gratulation an den Primus Lebenswerkpreis für Wim Wandemann und Christian Montelor. Ich muss jetzt mal ganz kurz, ne? Also, ich habe mir den ganzen Krempel ja jetzt in den letzten 2 Jahren reingefetzt. Yes. Also, wann haben Sie angefangen mit Neuroversum, oder? Nee, Neuroversum war noch, ihr habt Dingens, Uwe Anton. Also mit Jenseitige Lande und Atomische Jenseitige Lande ging's los. Ja.
ich habe mir das Ganze ja reingezogen und muss einfach sagen, so diese ganz, ganz große Klammer, die sie jetzt gerade zumachen, ein bisschen mit der Brechstange, möchte der eine oder andere vielleicht sagen. Also womit sie sich sehr, sehr viel Zeit gelassen haben, wird jetzt ganz schön im Press zu Ende gebracht. Finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ne? Also wenn du von es teilt sich oder jetzt muss ich doch ein bisschen ausholen auf das aktuelle Heft und was das alles für Implikationen hat mit dem Inkubator und was jetzt mit dem Zwiebelschalenmodell eigentlich ist und dass das doch nicht so ist, wie wir uns das immer vorgestellt haben. Ich denke, dahinter lassen sie einfach einen riesigen Footprint für die Jahre, die sie es jetzt gemacht haben. Und das ist einfach übelst beeindruckend. Übelst beeindruckend. Und ich finde es richtig, richtig gut, dass zumindest der Christian Montilon ja so ein bisschen in der Expokratur kind of drin bleibt und den Ben so ein bisschen berät. Das finde ich sehr, sehr gut. Das stimmt mich sehr, sehr positiv, dass es positiv weitergeht. Mit der Serie und mit den beiden. Auf jeden Fall. Und ich freue mich jetzt schon. Wim Wandemann ist immer noch alles zu Füßen zu legen für Galactica verboten und für die tolle Arte-Doku. Oder ZDF-Doku, ich weiß gar nicht mehr. Und ich bin jetzt noch, bin jetzt schon sehr, sehr in großer Erwartung und großer Freude auf zukünftige einfach Romane von Wim Wandemann. Wenn er sich mal wieder die Ehre in der Serie gibt. Wenn er einfach mal wieder frei von der Leber weg. Ja. Aufspielen also, ne, kann. Muss man ja sagen, das war ja auch bei Neo so, dass ich fand, so die momentanen Expokraten, wenn die mal zwischendurch mal nicht Expokraten sein mussten, dass die dann auch sehr Bock hatten, geile Romane zu schreiben. Also nicht, dass die sonst schlecht wären, aber ihr wisst, was ich meine. Da haben wir auch in den letzten Ausgaben ein bisschen drüber gesprochen. Und da erhoffe ich mir bei Wim Wandemann auch, dass der dann ein bisschen Vollgas in einzelne Romane mal wieder geben kann. Und ich glaube, das wäre cool. Ja. Und die ganz, ganz große Frage bleibt natürlich, was ist mit Andromeda? Immer noch nicht geklärt. Tja. Oder Markus? Und ist doch so, ne? Ist noch offen, stimmt, was in Andromeda läuft. Offen, ja. Was ist das mit dem Virtanium? Ja. Und wann fällt eigentlich Tyler Roden aus der Zeit raus? Ja, das muss mit 3300 passieren, oder? Ja, ich bin auch. Also ich will da jetzt keinen Druck machen, aber ein bisschen schon. Ich hab ein bisschen Bock drauf. Ben? Jawohl, ja. Ach ja, man darf gespannt sein. Also ich finde auch einfach tolle Leistung von den beiden über so einen langen Zeitraum. Und ich freue mich auf die Zukunft. Sieht gut aus mit der Serie. Auf jeden Fall. So, meine Herren, dann kommen wir jetzt tatsächlich nach gerade mal 40 Minuten, die wir hier schon am Schnacken sind, zu den ersten Heften. Wir begeben uns rein ins Neoversum. Mit Perry Roden Neo, Band 324 aus dem Zyklus Katron, Die Schläferin, geschrieben von Rüdiger Schiffer. Sven. Nein. Dominik, gut, dass du fragst. Hier die Handlung. Kurz zusammengefasst. Hier läuft man schnell Gefahr, den Rahmen zu sprengen. Imara Tuk ist von den gabischianischen Horden damit beauftragt, die Erde zu erkunden und zu beurteilen, ob es sich lohnt, hier einzugreifen. Nach Begegnungen mit den Legacy-Bull-Zwillingen findet man heraus, dass im Rest der Katron-Stele immer noch ein entartetes Lover-Gehirn sein Unwesen treibt. Das bemerkt man, als beim Versuch, den Azul-Schirm, um das System zu aktivieren, schwere Folgeerscheinungen auftreten. Bull, der zwischenzeitlich ebenfalls auf die Labori trifft, unternimmt einen Vorstoß und schafft es nur mit Hilfe der Gabelschianerin, die Bedrohung abzuwenden. Imara Tuk rettet Terra und hat ein Herz für die Wilden. Am Ende erreicht sie mit distanzlosem Schritt das Schiff von Amtranik und macht sich aus dem Staub. Ach so, und es kommt noch zu einer Szene mit wildem Labori-Sex. Ori et Labori. Fantastischer Roman. Was geht ab? Ganz, ganz großartig war der. Ich habe erst so gedacht, oh nee, jetzt Terra, muss das sein? Weiß ich nicht. Und dann kommt der Rüdiger Schäfer halt in dieser, der hat ja so eine wunderschöne Art, so eine, diese, wie nennen wir das immer, Kurzbios? Macht das, glaube ich, oder Radiofreies Erdrus Neo nennt das immer Kurzbios. Und das ist ja einfach super magisch und das ist so richtig geil, Neo. Ja. Und ja, da wird halt nicht, da wird halt ordentlich geklotzt, ne? Also hier so, wie heißt die Superintelligenz? Setapophis und gabischianischen Horden und Amtranik und Labori und dies, das, distanzloser Schritt. Reginald Bull finde ich in absoluter Topform. Also der Neo-Bull ist ja sowieso mal irgendwie tausendmal geiler als der Original-Bull, aber das ist hier nochmal, also grandios. Hashtag Team Reg. Ist so. Ja. Ja, auf jeden Fall, aber ne, hier wirklich wieder im Schwerpunkt die Biografie. Das ist wieder, hier werden Charaktere gezeichnet und das ist, finde ich, ist für mich das, was in dem Roman am meisten hervorsticht. Das funktioniert super gut, großen Spaß gemacht. Und wie süß der Reginald Bull da
flirtet mit der, wie heißt sie? Sheila Rogard. Sheila Rogard, genau, ist voll toll. Voll erwachsen. Voll erwachsen. Ja. Shit. Ja. Ja, flirtenden Reginald Bull hatten wir früher auch in der Erstauflage. Das war unangenehm. Markus, liest du auch wieder Neo oder noch Neo? Oder ja, ich habe so ein bisschen den Schnellvorgang eingelegt, wobei bei dem Roman das so ein bisschen schade ist, weil so rückblickend war doch ziemlich cool. Also ich glaube, den muss ich noch immer noch mal lesen. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen Gas gegeben mit dem Lesen. Ich habe dann halt Neo auf aktuellen Stand gezogen halt und die aktuellen Androiden halt auf aktuellen Stand gezogen. Von daher habe ich den leider etwas übersprungen, aber ich muss sagen, das, was ich gelesen habe, war wirklich super gut. Also das war cool. Ich muss nur mal lesen, aber ja. Auf jeden Fall. Also lohnt sich sehr, muss ich echt sagen. Meine Herren, ich habe da 5 von 5. Das ist die Antwort, gibt nichts anderes. Also sorry. 5 von 5, ja. Vor allen Dingen, weil der Überraschungseffekt, also wie gesagt, für mich war es halt dieser Überraschungseffekt, dass man so sagt, okay, was soll das jetzt hier, Terra, ist es doch gerade so spannend am Klotz. Nee, es hat einen Grund. Nein, gib mir das mehr. Muss jetzt sein, gib mir mehr. Und jetzt könnte es eigentlich auch eine ganze Staffel auf Terra sein. Und ich will, dass Sheila Rogard und Reginald Bull rumknutschen. Nee, das war absolut klasse, 5 von 5. Und da gibt es eigentlich auch für Neo-Fans, glaube ich, keine große Diskussion. Und super, es bestätigt einfach wieder, warum Rüdiger Schäfer Expokrat ist. Sorry. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann geht's weiter mit der 325, die Dimensionsfalle, geschrieben von Lucy Gut. Können wir da erstmal ganz kurz über das Cover sprechen? Bisschen komisch, ne? Also ja, cool, aber bisschen komisch, weil ich nicht weiß, wer es sein soll. Ja, ich weiß auch einfach überhaupt nicht, also das ist cool, aber ich weiß überhaupt nicht, wer das ist und was der da macht. Das ist dieser eine Dude, der da auf der Sohle rumkrabbelt, der da von Donner Stetson rausgeschickt wird. Ich finde, das ist ein kleines bisschen Vin Diesel, der da oben im Weltraum in Fast and the Furious 25 aus dem fliegenden Auto rausgesprungen ist. Und aber Dom, es geht um die Familie. Ach ja, das stimmt. Ja. Aber es ist ein cooles Bild, auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht so ganz, was es mir sagt. Ganz nett, ja. Jawohl, ja. Chris, Zusammenfassung. Dankeschön, gut, dass du fragst. Oder willst du noch mal Sven fragen? Ich frage auch noch mal Sven, aber dann grätschst du wieder dazwischen. Gemeinsam mit den Katalin macht sich die Besatzung der Basis an einen Versuch, den Klotz, also Sol und die Nagapur, haben wir das auch endlich mal geklärt, ne? Grüße an die letzte Folge. Mhm. Idioten-Chris aus DTK 23, Vollidiot-Mann. Die Dolan dringt in die Anomalie ein, macht dort das eigentliche Lösen der Schiffe durch die übersendete Energie des Tesserakts möglich und bringt beide Schiffe recht unbeschadet in das Einstein-Universum zurück. Neben der Wiedersehensfreude, ja, Leute, beruhigt euch, es ist ein Lucy-Gut-Roman, Donner Stetson geht's gut, macht man aber auch Pläne, nach Monol zu fliegen. Ach so, und der Tesserakt hat den Geist aufgegeben und Ichotolot vermutet, dass man durch das Katron-Adern-Netz zurück in die Milchstraße fliegen kann. Habe ich was vergessen? Ich hoffe nicht. Ach so, und Tolot ist schwanger. What? Yep. Ja, Big News. Da wird gerade ordentlich viel durcheinander gewirbelt, ne? Also in Neo, da geht's gerade ordentlich zur Sache. Wir vermischen gerade Tarkan, wir vermischen gerade Gänger des Netzes, wir vermischen gerade. Und in dem auch wieder Pantera, richtig M87. Pantera. M87 auf jeden Fall, ja. Bradiok kommt mit so halt Kaiserin von Term, hier mit unserem Doc Longor. Duke Longor, ja. Ja, das ist eine ganz wilde Mischung, wenn man von der Erstauflage ausgeht. Aber ich finde, es funktioniert gut. Also ich habe hier auch wieder den Wechsel aus der Milchstraßenhandlung rüber gut hingekriegt, muss ich sagen. Also jetzt sind wir ja ein klein bisschen über der Staffelhalbzeit. Ja? Und bis jetzt muss ich sagen, dass so das Staffelkonzept für mich ziemlich gut funktioniert. Ne? Also gerade in dem, dass man so merkt, jetzt haben wir hier auch wieder diesen Erdschauplatz, ne? wo man erst so dachte, warum? Und jetzt kommt man wieder zurück und das funktioniert aber so in der Gesamtkomposition ziemlich gut. Ja, aber es ist gerade schon sehr vielfältig und das stimmt. Ich habe so ein bisschen, mal gucken, wie das weitergeht, ne? Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass sie sich in zu vielen Details verlieren gerade. Muss man mal gucken. Also die Einzelromane gefallen mir ausgesprochen gut, bis auf jetzt ganz aktuell so die ein oder andere Ausnahme, aber es ist schon sehr, 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 sehr viel an Themen, was die auch machen. Ja, und dann kommt dieser komische Besuch auf Monol vom Wickenhäuser, der irgendwie, also können wir ja, glaube ich, schon ein bisschen foreshadowen, der echt schwierig ist. Ja. Und der Nachfolgeband repariert es dann wieder und ist total klasse. Ja. Ja. Übrigens mal ganz kurz zum Titelbild noch, ne? Das ist erstens ein Burlo, oder ich glaube, da ist es nur, gibt es nur einen?
bin mir gerade nicht sicher. Ich lese ja den Tausender-Zyklus in der Erstauflage. Da geht es ja auch um Sol und Burlos. Ich bin mir nicht sicher, aber das Titelbild ist so ein bisschen eine Hommage an Band 1053 in der Erstauflage, wenn ihr euch das mal anguckt. Ja, aber ich glaube, so ein paar Burlos rufen irgendwie aus der Dimensionsfalte nach ihm, oder? War da nicht was? Hier ja, googelt der Chef noch selber. 1053 Metamorphose der Gläsernen. Das Titelbild ist ähnlich. Ja. Ja. Ha! Mhm. Hast du recht. Wenn du das jetzt so sagst, macht das total Sinn. Habe ich nicht gesehen. Krass. Ja, so Zufall, weil ich gerade den anderen Zyklus auch lese. Ja, Wahnsinn. Haben wir noch was bisschen handlungstechnisch zu dem? Was sind eure Gedanken? Das sind halt diese mega vielen kleinen Sachen. Den Roman an sich fand ich jetzt nicht so spannend und auch dieses Gimmick mit dem Tesserakt, was ja dann später wieder so neutralisiert wird. Das wissen, dadurch, dass wir ja jetzt schon zwei Bände weiter sind, wissen wir das alle. Finde ich so im Nachhinein ein bisschen entwertet, so diese Bedrohung, ja, wir müssen jetzt in M87 bleiben. Mhm. So im Nachhinein ist er ziemlich gimmicky, muss ich sagen. Aber beim Lesen hat er schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, das muss ich schon sagen. Ja, genau. Ich finde auch, ich hatte Spaß und da ist halt wirklich, es ist halt jede Menge passiert. Ne? Es ist wieder jetzt für den Zyklus ganz viel neu in Stellung gebracht. Ja, und dann werden wir bei den nächsten mal sehen, ob das dann auch so weitergegangen ist oder nicht. Gut. Jawohl, meine Herren, dann lasst uns rübergehen in die Erstauflage. Die nächsten Romane werden wir in der etwas zeitiger rauskommenden nächsten Ausgabe vom Terranischen Kongress dann besprechen. Haben wir gewertet? Ah, sorry. Alles wieder zurück, alles zurück. Zahl runter. Im ersten Moment hatte ich hier auch 5 Sterne. So wie Chris das gerade beschrieben hat, retrospektiv eher 4. Aber meine erste Wertung waren 5. Voll deiner Meinung, ich bin auch bei 4/5. Meine Herren, das ist zu viel Konsens heute. Ich habe auch 4/5 drunter geschrieben. Naja. Aber, ich würde auch 4 geben. Ja, stimmt ja. Also es stimmt ja auch. Das ist ein sehr guter Roman. Der ist jetzt vielleicht nicht der beste der Staffel, aber top geschrieben. Kann man gar nicht drüber meckern. Hat Lucy guten Job gemacht auf jeden Fall. Ja. Passt. Gut. Und damit springen wir jetzt wirklich in die erste Frage. Heft 3260 aus dem Fragmentezyklus Die Wahl der Akonen, geschrieben von Kai Hirt. Das Spiel um die Macht in der akonischen Räterepublik geht weiter. Verschiedenste Macht- und Interessenblöcke wollen das Machtvakuum füllen, das bis zum Übergang von einem Klon Android Thanos auf ihre designierte Nachfolgerin Memena Dan Thanor besteht. Die Uso mit Monke und dem Agenten Ram Wood haben einen filigranen Eiertanz in der Schlangengrube Archon vor sich, besonders da die Lichtträger auch noch ihre Finger mit im Spiel haben. Meine Herren, zuallererst mal supergeiles Cover von Dirk Schulz. Unfassbar. Ja. Richtig. Also Posterworthy, sieht super aus, gibt so ein bisschen Matrix-Vibes, ne? Also klasse. Und wieder passt für den Roman auch. Ne? Mhm. Ja. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr geiles Cover, ja. Ich finde es ein bisschen unangenehm, dass die junge Frau so übersexualisiert ist. Also ich weiß nicht, was dieser Catsuit soll. Das ist so ein bisschen Seven of Nine, ne? So. Ja, ja. Also ist es halt generisch. Gib mir einen generischen Science-Fiction-Suit, der aber irgendwie traditionalistisch anmutet, da finde ich das schon rechts ein bisschen flippiger und cooler. Und ich bringe ja, die beiden halt Matrix nicht übereinander. Meryl Streep auf der anderen Seite. Ja, das ist Matrix Meryl Streep, High Five. Wiesbaden. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Hätte gar nicht so sein müssen, aber ganz ehrlich, für den geneigten Science-Fiction-Leser an sich, das passt schon. Ich muss gerade mal sagen, Ram Wood wächst mir immer mehr ans Herz. Yes. Was für ein cooler Held, Anti-Held, Detektiv-Typ. Ist vor allen Dingen so ein Ben-Charakter. Ja, schon. Als hätte er den eingeführt, ne? Ja, der ist toll. Also ich habe auch, ich habe gerade noch mal meine Goodreads-Rezension dazu aufgemacht und habe da auch geschrieben, dass es so langsam einer meiner Lieblingscharaktere hier ist. Mhm. Der ist super. Ja, deswegen muss ich echt noch mal, also ich habe ja im allerersten Band, sprich also jetzt den letzten, den wir besprochen haben, Detektiv der Uso, habe ich ja über diesen Handlungsstrang ein kleines bisschen, war ich noch nicht so überzeugt davon. Und das hat sich mit dem Heft radikal geändert. Also super, super cool, macht richtig Spaß, ist super spannend. Also so dieses ganze Klon-Ding, das ist schon ziemlich cool. Aber die Raumschiffnamen Fürst Alonches, Kapelsan 3, Leute, ey. Nemena Tantanur. Sag's mal, versuch's mal schnell zu sagen. Nemena Tantanur.
Ja, wie gesagt, am Ende so cool, wie da die Brücke geschlossen wird und dieser Club der Lichtträger Handlungsarc, der hier so ein bisschen in die anderen Sachen mit eingebettet wird. Das wird ja effektiv hier, glaube ich, das erste Mal so richtig verknüpft mit Knossen und Club der Lichtträger. Fand ich ja schon sehr, sehr cool. Wird aber im nächsten, glaube ich, noch ein bisschen größer. Ne? Also der nächste müsste ja dann sein. Genau, Max 7 antwortet nicht. Wird es dann noch expliziter. Aber hier ist schon das erste Mal, dass das so ein bisschen geschlossen wird. Und das war für mich die richtige Stelle im Zyklus, dass diese Handlungsstränge so aufeinander führen. Wenn wir das jetzt noch verknüpfen, das ist ja dann, jetzt haben wir wieder das Problem, dass das ja in dem nächsten, übernächst anstehenden Handlungsblock, also mit Peri Rodan und Spafu wieder, dass man da die S-Fragmente und den Cow Porter so ein bisschen aneinander knüpft. Finde ich schon sehr, sehr cool, dass man jetzt so sieht, wie diese Handlung aus dem Zyklus auf ein Ende zuführen soll. Oder wie die halt zueinander finden, die Handlungsstränge. Das hat halt hier angefangen, das war so ein Aha-Effekt und dann der nächste Roman war sowieso total klasse und deswegen ist das hier absolut für mich noch einen Schwung holen, aber danach wird er halt abgeliefert. Ja, generell cool, wirklich auch mal wieder. Ich habe auch Bock dann gehabt auf diese ganze Uso-Kiste. Das hat mir gut gefallen. Monkey ist ja was, der nervt mich ja manchmal so ein bisschen, ne? Aber echt? Warum? Weiß ich nicht. Der soll ja auch nicht sympathisch sein, so, ja. Aber irgendwie, ja, ist er halt auch nicht. Ja, aber irgendwie mag ich gerade solche Charaktere manchmal ganz gerne. Und ja, Monkey ist ein blöder Arsch, aber irgendwie. Er ist sehr unterkühlt, aber irgendwie hat doch irgendwie einen guten Kern innen drin. Ne? Also. Nee, super. Dann lass uns eine Zahl runtersetzen. Wenn keiner will, fange ich an. Ja. 4 von 5. Ach, hau doch ab, oder? Wieso? Ja, 4 von 5. Naja. Ich ohne Scheiß, ne Leute, wir haben das 5 von 5 drunter geschrieben. Nicht abgesprochen hier irgendwie. Das ist wirklich. Das ist jetzt, glaube ich, schon die dritte, oder? Ja, ganz ehrlich, Kai Hirt Fanboys auch einfach. Aber der war auch einfach gut. Ja. Muss ich sagen, also. Bei mir hat vielleicht sogar das letzte Quäntchen ein bisschen das Titelbild sogar ausgemacht. Ich habe das Titelbild gesehen, hat schon Bock auf den Roman. Das ist kein Spaß. Und dann steht da noch Kai Hirt drauf. Und dann denke ich mir schon, oh cool. Der war einfach richtig gut. Hat mich auch im guten Moment erwischt. Bei mir 5 von 5. Ganz stark. Ja, Markus. Erwischt ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Weil beim ersten Lesen, da war meine Tagesform, da war ich ziemlich platt und habe dann gesagt, boah, nee. Kai Hirt hat natürlich auch immer sehr viel aktuellen Tagesbezug drin halt, ne? Und irgendwann denkst du dir abends dann so, ich will jetzt einfach Feierabend haben, mich irgendwie abschalten. Und dann denkst du, das ist jetzt genau nicht das richtige Heft dafür. Und ich habe dann später nochmal gelesen, so einfach ausgeruht, wieder ein bisschen mit vollem Akku. Und dann kann er richtig punkten halt. Ne? Also bei mir Immersion pendelt so zwischen 0 und 4 Punkten. Habe ich da jetzt einfach auf 2 gemittelt, ne, weil es dann einfach zwei Meinungen dazu gibt halt. Ne, und ja, übrigens noch eine ganze T-Länge dazu gemacht, weil das Thema, ob man jetzt wirklich aktuellen Tagesbezug braucht oder ob man doch lieber Eskapismus haben möchte. Und das hat dann eine komplette T-Länge gefüllt. Und von daher, ich habe dann 7,25 Punkte gemittelt drunter geschrieben. Mhm. Aber da sagst du was, das muss natürlich ein Stück weit jeder mit sich selber ausmachen. Ich stehe da total drauf. Wenn ich eine zeitgenössische Science-Fiction habe, die darf für mich gerne sehr gesellschaftskritisch sein. Die darf gerne aktuelle Bezüge haben. Das finde ich dann ziemlich cool immer. Aber klar, gerade bei Peri Rodan halt auch Eskapismus schon ein großes Ding. Ne? So, und dann gehen wir nahtlos weiter zur 3261. Omex 7 antwortet nicht. Geschrieben von Oliver Fröhlich. Markus. Der versuchte Coup d'État in der Arkonischen Republik ist dank der Mithilfe der Uso gescheitert. Die Hintergründe liegen ja immer noch im Dunkeln und so laufen die Ermittlungen weiter. Plötzlich verschwindet Monkey. Die Spur führt zur geheimen Basis Omex 7 und Rembut macht sich mit der arkonischen Spezialistin Setoya Taurim in die Höhle der Lichtträger. Das war bis jetzt für mich der emotionalste Heftroman diesen Jahres. Von vorne, vom Deckblatt bis zum letzten Blatt in dem Ding. Das Cover ist der absolute Oberhammer. Ich bin ein bisschen verliebt vielleicht. Lass das nicht meine Frau hören. Nee, ganz toll. Also auch hier dieses Zusammenspiel von der, wie heißt die Nebencharakterin, die Agentin da? Setoya Taurim, ne? Genau, die. Ja. Und Rembut, das hat super gepasst. Also die beiden, klasse. Ja, diese Interaktion unter den Zweien ist cool. Also wirklich, ja, emotionalster Roman, ja, ja. Das, was ich halt zuletzt gesagt habe mit
da werden so diese Sachen aneinander geknüpft. Knossen taucht auf. Karthagenknechte gehen eh immer voll klar als Bösewichter. Also was willst du da eigentlich meckern? Oliver Fröhlich ist einfach da als Monster wieder zurückgekommen in die Serie. Ja, Wahnsinn. Den hatte ich letztes Jahr gar nicht so richtig auf dem Schirm und ich merke einfach, dass den seine Romane immer wieder super bei mir ankommen und ich mich mittlerweile sehr, sehr freue, wenn ich seinen Namen auf dem Cover lese. Ja, auf jeden Fall. Ja, war sehr geiles Ding. Also mich dazwischen einmal rausgekickt, das war aber dann zu intensiv. Nach der Kunstblutstelle dachte ich mir, das haben sie jetzt nicht gemacht. Und, ja, ich auch so. Die Stelle habe ich, also als das erste Mal passiert, ne, habe ich dann so zweimal gelesen, so, hä, was? Moment. Ja, aber wenn man so einen Moment beim Lesen hat, wo man selber so richtig emotional schon ist, weißt du, dann macht der Roman alles richtig. Das ist, ja, super cool. Es mögen vielleicht sogar laut ausgesprochen die Worte gefallen sein, ach, hau doch ab. Ja, ganz ehrlich, ne, was willst du von einem 60-Seiten-Roman mehr erwarten als das Ding? Also viel mehr geht nicht. Der war durch die Bank spannend. Der hat richtig gut beschriebene Charaktere, unerwartete Wendungen, ne, Kunstblut und so, Sense of Wonder und am Ende hast du viel Raum für Spekulationen. Und Karthagenknechte. Ja. Und Karthagenknechte. Ich glaube, das war so einer dieser Momente, wie hat das Andreas gesprochen, so alle 10.000 Stunden oder alle 1 Million Zeichen machst du so einen Quantensprung. Ich glaube, das war so ein Oliver Fröhlich-Quantensprung. Also der, das war so, glaube ich, sein bisher bester, definitiv. Also, ja, der ganz war stark richtig, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und wir hatten siganesischen Roboter. Das stimmt. Der ist auch super. Der Kolossus ist toll. Ja. Und der Nudelbeck wird einfach nicht alt. Also. Ja, wie gesagt, also Ram Wood wirklich ein cooler Sympathieträger. Mhm. Auf jeden Fall super gemacht worden. Und da muss ich auch mal wieder sagen, ne, wir haben jetzt hier 3 Romane hintereinander, in denen Ram Wood als Hauptcharakter ist. Und es ist super stimmig, wie der so ist. Ne? Was auch erstmal funktionieren muss, ne? Dass man sagt, okay, der Ben Calvin-Harry hat den jetzt eingeführt und dann hat aber der Kai Hirt auch genau verstanden, wie der Ram Wood funktioniert und der Oliver Fröhlich auch. Ja. Das finde ich ziemlich stark, weil der ja schon sehr stark jetzt in diesen 3 Heften die Handlung getragen hat. Und ich meine, wie cool ist das, du wirst von Karthagenknechten festgehalten und festgenommen und das gilt auch für den nächsten Band. Und deine erste Frage, die du hast, kennt eure sternfahrende Kultur das Konzept von Nudeln? Gib mir Nudeln. Und das ist einfach jedes Mal klasse, wenn das passiert. Ja. Also ich glaube, so es ist wirklich schön, dass die Viererblöcke wieder da sind. Ne? Ich habe ja auch lange geschimpft, nur weil es reißt dann raus. Aber wenn man das so sagt, okay, 4 Hefte, das ist so ein Quartett, das kriegen wir rund hin. Ne? Das macht schon einen sehr guten Eindruck. Also der hat mir wirklich extrem gut gefallen. Ja, lass uns mal noch 2 Hefte besprechen und dann reden wir nochmal über die Viererblöcke. Ja. Weil ich bin mit den Viererblöcken aktuell nicht so happy. Ja, wenn wir schon zu dem Thema kommen, macht eine Zahl drunter und dann können wir diesen Band Nummer 4 auch besprechen. Ja, Captain Obvious, 5 von 5. Ja, schon. Na klar. Schon klar. Was sonst? Ja, ich habe 8,25 gegeben. Jawohl, auch stattliche Wertung. So, meine Herren. Aber warte mal ganz kurz, ja, Markus. Ja. Markus, das war bei dir so, weil dir das zu intensiv war, oder was? Genau. Oder wo ist ja jetzt der Kritikpunkt? Ja, gut, also im Prinzip, das war die Stelle, wo ich dann einfach gesagt habe, da muss ich erstmal durchschnaufen, nicht das Ding erstmal weghalten. Das ist natürlich so ein, also es kann dann auch zu intensiv sein, halt, ne, wenn du wirklich dann aus dem Fluss geworfen wirst halt. Ne? Also Oliver Fröhlich ist wie Fisherman's Friend. Ist er zu stark? Bist du zu schwach? Genau so ist es. Ja, was für mich der Hauptpluspunkt dieses Romans ist, dass der so intensiv. Aber ja, das ist halt Geschmackssache. Passt. Weil sonst hat er doch alles, was eigentlich bei Markus Gersting gut ankommt. Mhm. Ja, er war wirklich gut. Also im Nachhinein wirklich, wirklich geiles Ding halt. Nur in dem Moment halt dann, das gibt dann leider bei der Immersion einen kleinen Abzug. Ich glaube, das ist der folgende Titel, Fisherman's Fröhlich. Das gefällt mir, ist hiermit eingeloggt. Und weiter geht's mit Heft 3262 im Kern des Gasplaneten von Michel Stern. Markus. Der karthagische Irreführer Kmosen hat den Uso-Chef Monkey ein unmoralisches Angebot gemacht und verschleppt Monkey zusammen mit dem Uso-Agenten Rembut auf sein Schiff. Kmosen prüft Monkeys und Rembuts Eignung als sein Eigentum, indem er ihnen die Aufgabe zuteilt, das tief im Innere des Gasplaneten gestrandete Schiff zu befreien. Währenddessen arbeitet die vermeintlich tote Septona Taurim an der Befreiung der von Kmosen übernommenen Basis Omex 7. Also alles, was ich gerade eben schon gesagt habe, zählt für diesen Moment genauso.
Gut, wir bleiben jetzt natürlich in diesem Handlungsstrang drin. Wir bleiben bei Ram Wood, wir bleiben bei der Uso-Action und die Setoya dürfen wir auch noch behalten. Daher, ja, super stark. Ja. Hm? Handlungstechnisch habe ich da noch was ich da reinschmeißen muss? Das war so ein ganz klassischer Perry Rhodan Abenteuer Sense of Wonder Roman. Ja, total. Ja, aber jetzt will ich gerade mal nochmal den Sven interviewen. Der sagt ja, Monkey ist immer so geil, weil du nicht ganz durchblickst, was jetzt seine Motivation unbedingt ist und wo er jetzt hin will. Ich bin da deiner Meinung vollkommen, aber hier ist es mir ein bisschen auf die Nerven gegangen, dass er halt immer noch so störrisch ist. Weißt du, meine ganze Sympathie liegt bei Ram Wood und er trägt den Roman für mich eigentlich, aber der Monkey ignoriert den ja komplett weg. Also der lädt ihn ja gar nicht so mit rein in seine Motive, wie er da reingehen will und so weiter, ja. Dass er sich da so anbietet und er muss sich auf ihn verlassen, vertraut ihm, aber man hat nicht so richtig das Gefühl, dass man ihm vertraut. Dabei liegt meine Sympathie bei Ram Wood. Schwierig, deswegen wird der Roman auch für mich ein bisschen schwächer bewertet als der Vorgänger noch, obwohl er eigentlich auch coole Offenbarungen drin hat. Ja, wobei ist die Frage halt in der Situation halt, sind ja alle unter der Fuchtel von Kmusen und ich denke mal, Monkey muss natürlich auch so ein bisschen Schauspielern und die Aufmerksamkeit von Kmusen dann auf sich ziehen. Ne? Und der hat ja einen Plan. Ja. Monkey hat ja einen Plan. Der hat immer einen Plan. Naja. Ja, ich sehe absolut deinen Punkt. Ja. Aber so diese Situation unter denen, das habe ich eigentlich gerne gelesen. Also auch, dass der Ram Wood eigentlich so ein bisschen die arme Sau ist in der Situation. Das fand ich cool. Ja. Er ist so ein bisschen auch die Ablenkung halt, ne? Das. Ja, aber Sympathieträger, der das Decoy spielt und eigentlich schon in einem Vorgängerroman der Held gewesen ist. Das finde ich dann ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ja, aber er ist ja schon immer so ein bisschen Anti-Held, ne? Also so ein richtig Held-Held ist er ja irgendwie auch nicht. Monkey ist halt ein Arsch. Ja. Ist halt ein Arsch. Gut. Ja, Rambo hat natürlich immer was so ein bisschen für eine Handvoll Nudeln, oder? Das ist so, für eine Handvoll Nudeln, auch gut. Ja. Könnten wir auch nehmen. Ja, das ist auch ein toller Titel. Ja, aber Michael Stern auch wieder super gemacht. Ja, Leute, ich habe hier auch 5 von 5. Ich finde, sie war auch hier, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich oder respektlos, wenn ich das sage, aber sie war bei diesem Roman auf jeden Fall wieder auf dem Kautarchen-Level, wo ja eigentlich, also für mich persönlich, jeder Roman von ihr absolut spitze war. Das stimmt. Also ganz oben mit dabei. Ich gebe dem Ding eine 4 von 5. Ja, ich fand, bin ich bei dir. Schon wieder. Hör doch auf. Es ist schlimm, ne? Lieber Zuhörer, die beiden haben sich wirklich nicht abgesprochen. Wir schwören. Markus. Ja, ich fand es wirklich ein super toller Roman und Michael Stern kann halt auch Action. Das sieht man halt, sie ist ein komplett rundes Paket. Von daher, ich habe eine 9,25 gegeben. Boah, stark. Ja. Ja, also ist generell einfach ein ganz starkes Paket gewesen, muss man echt sagen. Wie gesagt, auch retrospektiv nochmal ehrenhalber, auch der Ben Calvin Harry Roman, der das aufgemacht hat, kann ich hinterher auch mehr schätzen. Chris, du wolltest noch was zu dem Viererpaket sagen. Bei diesen Übergängen, da kriege ich immer ein Schleudertrauma. Und das war hier ganz schlimm und beim Übergang, also vom 64er auf den 65er, nee, vom 65er auf den 66er, genau, ist ja dann der nächste Übergang, das war dann noch schlimmer, weil ich hatte da auch so einen dummen Kommentar auf Twitter bekommen, wo ich dann geschrieben habe, ja, dieser Übergang zwischen den Handlungsebenen, der ist schon hammerhart für mich persönlich und dann schreiben mir irgendwie die Leute, ja, ich habe vierte und fünfte Auflage parallel gelesen und ich denke mir so, wow. Alter, gut für dich. Gut für dich. aber ja. Hear Me Out, Print on Demand, Paperback, 4 Hefte, Akkordenklone. Ja, okay. Also so wie alle vier zusammen, finde ich, könnte man auch als Science-Fiction-Gesamtding, glaube ich, ganz gut verkloppen. Nee, pass auf, klappt nicht wegen Kmossen. Ich habe Probleme mit diesem Namen. Kmossen. Der Schatten, weil da musst du man vorher einführen müssen. Ne? Ja, den musst du natürlich aus dem Kautarchen kennen. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Wobei es ein cooler Vierer-Block ist. Der Block ist cool. Der ist rund, definitiv, ja. Der funktioniert aber halt bloß im Kontext von dem Zyklus und von den Vorgängerzyklen, finde ich. Ja, aber Ram Wood, ne? Ram Wood, eine Handvoll Nudeln. Gut, der Chris hat es schon ganz hart angeteasert. Weiter geht's mit der 3263 Sternsand von Michael Markus Turner.
Ich liebe das Cover. Ja, ich lieb's. Das rettet für mich den Roman ein bisschen. Ja, ich habe es spontan direkt, und leider ist es dann zu klein, um das eigentlich richtig zu sehen, als mein Jahreshighlights-Cover bei Instagram gemacht. Ich finde, weil der Cookie so süß ist. Ich finde diesen Roman, also ich habe keine Ahnung, was dieser Sternsand sein soll. Ich finde, also ich hatte zum Zeitpunkt, als dieser Handlungsblock angefangen hat, vergessen, dass in WLM auch ein S-Fragment unterwegs ist. Habe ich total verballert. Und ich fand Cookie richtig unsympathisch in dem Roman. Echt? Ich persönlich. Ja, ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Für mich ist Cookie eigentlich immer ein absoluter Sympathieträger. Und gerade auch bei Michael und Markus Turner, der das ja auch immer super macht mit Cookie, fand ich das immer klasse. Aber hier so habe ich mir so gedacht, hä, was ist denn hier los? Ich hatte dann auch mit Roland noch ein bisschen drüber gesprochen auf Twitter. Der war da ähnlicher Meinung oder der hat wenigstens meinen Punkt gesehen. Aber ich kann es auch mittlerweile nicht mehr sagen, woran es gelegen hat oder einen Finger reinlegen. Aber im Nachhinein würde ich dem hier fast noch mal weniger Punkte geben. Es kann natürlich auch sein, dass ich super geflasht war von diesem letzten Viererblock. Kann auch sein. Ja, das ist nämlich auch ein bisschen mein Punkt. Das war jetzt natürlich wieder so ein krasser Schauplatzwechsel und ein krasser Personenwechsel. Ne, dass man wirklich sagt, hier, wir haben den Ren Wood und seine Setoya, ne, die ich einfach super stark fand, jetzt über ein paar Hefte hinweg. Und ja, sogar Monkey, ja, passt. Ja. Aber und jetzt bist du halt wieder mit einem ganz anderen Team am Start und die brauchte ich ein bisschen, um mich da reinzufühlen, muss ich sagen. Also kann mir jemand erklären, was das mit dem Stern sein soll? Keine Ahnung. Nö. Ich könnte natürlich jetzt nochmal den Text lesen. Ach ja, da war ja was. Ach, das haben wir vergessen, Entschuldigung. Ja, ja. Ja, Markus, bitte. Der Sven sagt heute gar nichts mehr. Macht nichts. Ich werde ja mal übergeredet, ja. Die Dora ist unter Leitung von Gookie in der kleinen Galaxie Wolf Lundmark Melote unterwegs, um ein weiteres S-Fragment aufzuspüren und zu bergen. Gookie, die TLD-Agentin Sumi Type, der Luther Bonahead, Gro Garen und Mado Balang erkunden das potenzielle S-Fragment Refugium, den Planeten Farod, auf dem nicht alles im rechten Dingen zugeht. Da ist Sternsand im Getriebe. Also, jetzt darf ich mal so. Ich fand Gookie ehrlicherweise gar nicht so übel. Ich hatte so, ja, der war anders als sonst. Er ist hier aber auch als Expeditionsleiter dabei. Das ist nicht seine typische Rolle. Normalerweise ist er dabei, aber er ist nicht der Hauptverantwortliche, sage ich mal. Und gefühlt wollte Michael Markus Turner das, also für mich gefühlt, so ein bisschen zum Ausdruck bringen, dass Cookie auch seriöser kann. Zwischendrin blitzt ja trotzdem so der kleine spaßige Ilt nochmal auf, ne? Aber der kann halt auch ein ernstes und seriöses Wesen sein. So, und das ist anders als sonst. Ich habe so empfunden, das liegt aber daran, dass er in diesem Fall der Expeditionsleiter des Ganzen ist. Ich bin aber trotzdem beim Roman so insgesamt mit der Kritik bei euch. Zum einen war es ein ziemlich harter Bruch, zum anderen war mir der Rest irgendwie zu schwammig. Also mit diesem Sternsand kann ich auch nicht wirklich was anfangen. Bis heute nicht. Da weiß ich auch nicht, was soll das? Ah, ja, und dann diese neue Posmi, da habe ich schon den Namen wieder vergessen. Dieser Wintersturm. Ja, genau. So, also die fand ich ja grundsätzlich im ersten Moment spannend. Hey, eine neue Posmi und ne, ganz cool. Und dann passierte mit der aber irgendwie nichts mehr. Und auch der Name klingt wie ein random Questgeber bei Elder Scrolls Online, einem Online-MMORPG. Das zu dem auch noch, ja. Das ist eine Drag Queen, die in so einem Shady Club in München eine eigene Show hat. Die ist demnächst bei RuPaul dabei. Ja, klar. Also ich fand Cookie gut, den Rest so geht so. Mhm. Ja, ich bin auch bei Sven, also das war schon, man merkt halt, Cookie ist halt auch jemand, der ist halt auch schon Jahrtausende alt halt, ne? Das heißt, ihn da jetzt jahrtausendelang einfach nur den Spaßvogel machen zu lassen, das passt dann irgendwie nicht, von daher, alle anderen Zellaktivator-Träger sind aus dem Haus, er muss jetzt halt einfach den Job da schmeißen, von daher fand ich das auch schon ganz cool gemacht halt, ne? Also zwischendurch ein bisschen arschig halt, aber so, aber das muss man wahrscheinlich als Chef tun und er fand ich schon ganz cool gemacht, also deutlich ernster natürlich, ne, aber passt schon, also. Ja, aber über ganz nett schafft es der Roman bei mir leider nicht, ne, bei mir. Ihr seid ja offensichtlich anderer Meinung, ist ja auch ganz gut. Ja, also ich muss echt sagen, ich fand den Roman an sich ganz gut, so. Ich fand ihn gut geschrieben, ich mochte an sich dann auch die Handlung. Mir ist der Wechsel schwer gefallen. Das habe ich sonst eigentlich selten,
Ne? Ich mag das sonst eigentlich ja ganz gerne, wenn auch immer mal hin und her gesprungen wird und mal ein Heft da ist und ein Heft da und so. Und hier war es diesmal schwer. Nach den 4 Heften Akun-Klone war das hier jetzt für mich ja irgendwie ein harter Wechsel. Was ganz anderes halt. So, mhm. Ne? Na gut, und ehrlich gesagt, so ganz fürchterlich viel passiert natürlich auch nicht. Also beim Spannungsbogen habe ich halt nur eine 1 beim Default-Punkt gelassen, weil der Roman muss natürlich jetzt mich wieder einfangen halt, natürlich komplett neue Baustelle und muss viel wieder aufbauen, Vorarbeit leisten und er hat auch nicht wirklich so einen Twist drin. Also es ist halt sehr linear durcherzählt, ne? Und es ist dann schon irgendwie klar, was ist jetzt der Auftakt. Ne? Das, ja, aber, Markus, dich ganz persönlich, fängt er dich ein? Holt er dich ab? Also so ganz viele Punkte hat er nicht gekriegt bei mir. Ich habe dann auch 6,5 Punkte dafür vergeben. Von daher, ja, er hat Schwächen, aber... Ja gut, dann haben wir die 6,6 von Markus, jetzt die anderen Punkte dazu. Also ich sag 3 von 5. Habe ich auch. Ja, ich bin so bei, aufgrund des Cookie, der mir gut gefallen hat, bei so 3,5, was ich dann zu 4 aufrunde. Aber es ist so irgendwo dazwischen. Also 3. Im Endeffekt bei... Ja... Nee, da machen wir jetzt, da machen wir jetzt eine 4, einfach, dass ihr zweimal unterschiedliche Punkte habt. Danke. So. Ja, so. Und die hat er dann im Durchschnitt, hat die der Michael Markus Trünner dann doch auch wieder verdient. Der hatte jetzt natürlich auch einen undankbaren Job, ne? Ja. Also ja, das da ist jetzt halt so überzuleiten. Das ist halt der Nachteil bei den 4er-Blöcken. Du hast halt einfach deinen Sprung halt drin. Das ist so. Ja. Man müsste es natürlich auch irgendwie so ein bisschen vom Exposé natürlich so ein bisschen überleiten, dass man irgendwie einen Schwenk rüber macht halt. Das ist dann halt einfach Job der Expokraten halt. Und also ich mag schon halt diese langen Handlungsstücke. Das Problem ist natürlich, wie Robert Corbus mal sagte, halt von wegen, es gefällt halt nicht jedem alles. Ne? Und von daher, die Leute, denen halt der Handlungsblock super gefällt, die freuen sich, die bleiben dabei. Denen es nicht gefällt, die hauen dann irgendwann ab, wenn sie nach dem 12. Roman immer noch nicht das haben, was sie wollen. Und wenn dann das kommt, was sie wollen, sind sie nicht mehr da. Und denen das andere gefallen hat, gefällt der neue Handlungsstrang jetzt nicht. Ne? Von daher. Was ich persönlich nicht verstehe bei dieser ganzen Diskussion ist, warum das jetzt so rumgemacht worden ist. Warum macht jetzt Michael Markus Turner diesen neuen Handlungsstrang in WLM auf? Und warum führen Kai Hirt, Michael Stern und Ben Calvin Harry, Oliver Fröhlich natürlich auch, diesen Club-Lichtträger-Plot zu einem Ende? Warum macht das nicht Michael Markus Turner selber? Ich meine, er hat es ja auch angefangen. Und wir vermuten ja auch alle, dass er da ein bisschen die Finger im Spiel hatte bei dem Thema. Tja. Wisst ihr, was ich meine? Ja, vielleicht war es einfach auch dieses Ding einfach mal abzuschließen halt. Ne? Im Prinzip bei Michael Markus Turner hat man so das Gefühl halt, es läuft ähnlich wie bei den Paniasen, dass man halt einfach dasselbe Thema noch und noch und noch mal erzählt. Ne? Und da muss man dann doch irgendwann mal den Sack zumachen halt. Ne? Das, ja, und den Lichtträger, das ist ja doch ein gutes Stück wieder was anderes gewesen. Also wir haben ja jetzt doch in den letzten 4 eine andere Stammbesetzung gehabt und haben doch, also klar, das hat jetzt die Handlung weitergetragen, aber wir haben eine ganz andere Besetzung und doch wieder so eine ganz andere Handlungsebene gekriegt. Ne? Daher, weiß ich nicht, auf wessen Mist ist der Ram Wood gewachsen? Ne? Ich habe da den Ben im Verdacht, oder? Ja, könnte dass sein. Wenn Ben da so ein weiß bisschen seine, schon mal ein bisschen üben durfte bei dem 4er-Block, das kann natürlich durchaus sein, ne? Ja, weiß ich nicht, aber ne, wie gesagt, das hat das zwar weitergetragen, aber das war ja schon ein anderes Ding. Daher würde ich da jetzt vielleicht auch den Herrn MMT vielleicht ein bisschen rausnehmen. Der war schon wieder ganz woanders unterwegs, wortwörtlich. Ah, so meinst du. Ja. I feel you. Ist in Ordnung. Kann ich verstehen. Ja, na gut, dann weiter geht's mit dem nächsten MMT. Band 3264 Profanie. Die Tora ist weiterhin unter Leitung von Cookie in der Kleingalaxis Wolf Lundmark Pilote unterwegs, um ein weiteres S-Fragment aufzuspüren und zu bergen. Der nächste Hinweis führt sie zum Planeten Gorulda, wo sich ein Stützpunkt der kosmischen Hanse befindet und ein seit Jahrtausenden herbeigesehntes kurz bevorsteht. Die Profanie. Ich habe nicht gerafft, was die Profanie... Also es kann auch sein, dass ich in den letzten Wochen ein bisschen dumm geworden bin durch meine Weiterbildung, die ich absolviert habe. Aber ich keine Ahnung, was die Profanie jetzt gewesen sein soll. Ehrlich nicht. Das ist eben so ein Erleuchtungsereignis. Ne? Also, ja, aber erklär mir mal in einem Satz, was das jetzt ist. Ja, es ist halt so, sie werden irgendwie mit S-Materie geflutet und sind alle gut drauf. Ah, okay, das muss mir irgendwie entgangen sein, dass es mit S was zu tun hat. Das ist Legalisierung von S, weißt du? Yes. Ja, das ist ein bisschen abstrakt und ich finde auch, dass es in dem Roman nicht so ganz rauskommt, was da eigentlich so passiert. Und warum heißt es Profanie? Also das ist ja alles andere als profan, was davon passiert, oder? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Was ist eigentlich mit dieser Diva Wintersturm?
die sich da einfach verpieselt und dann irgendwann wieder auftaucht, das ist so, oh, nee. Das ist so ein bisschen Thema Richtung Zahnkonstrukte. Die sind alle sehr nebulös, aber irgendwie macht man mit denen nichts. Ne? Mhm. Ja, was ist eigentlich mit den Zähnen jetzt? Gibt es die noch? Ja, anscheinend irgendwie sind die ja noch mit ihrer technologischen Allianz da unterwegs, aber wirklich viel passiert ist da jetzt nicht oder wir wissen halt nicht, was damit passiert. Genau, die Diva Wintersturm, die ist ja quasi von denen mit ausgesandt, damit die da mitfliegt. Oh, das ist aber nett von ihr. Ne? Finde ich auch. Und eine von diesen ersten, was, 12 Boxen oder 16 Boxen oder 20 Boxen, weiß der Kuckuck, was irgendeine Box ist das, ja. Dann sind es halt die ersten 30 Boxen. Irgend so eine legendäre Superbox, die ist ja da auch mit unterwegs. Boah, aber ey, ne? Die sind irgendwie auch nur dabei, ne? Ich erinnere mich immer, hieß denn dieser Forscher, wo Madame Ratgeber das erste Mal aufgetaucht ist? Also später dann Mara im Panjasen-Zyklus. Der taucht auch auf der Yacht von diesem alten russischen Mäzen auf. Alter, ich bin so schlecht mit Namen. Ähnliche Stimmung, weil das sind alles Pospis, ja, die mit Perry in Andromeda gekämpft haben gegen die Meister und sowas. Ja. Ähnliche Stimmung, fand ich sehr, sehr cool. Würde ich sowieso gerne mal Urlaub machen auf so einer Pospi-Box. Ja, ne? Das wäre witzig. Ja, sich von Mattenwillis verwöhnen lassen. Wir tentakeln lassen. Sagt doch so, wie es ist. Und sie mit Whisky übergießen. Ja. Oh, da habe ich letztens noch mal so ein, es gibt doch diese Jubiläumsbände mit Kurzgeschichten. Mhm. Und da sind im ersten sind auch zwei einfach Short Stories, einfach über Mattenwillis, die Mist bauen, drin. Ist einfach super herzlich irgendwie. Ja, aber Profanie, ich mag's ja, wenn Science Fiction abstrakt ist und kompliziert ist und so. Ne? Also hier Strangeness und hier, ne, unsere, wie war das mit unserem, dieses Déjà-vu, dieser total abgespacede Déjà-vu, wir erinnern uns an die Zukunft, Roman. Ja, das mit der goldenen Folie. Ja, ja, mega. Ja, super geil. Aber wie gesagt, bei der Profanie, ich check's noch nicht so ganz irgendwie. Ja gut, wir haben natürlich parallel noch halt diese Assassin-Action-Geschichte noch mit da. Das ist cool. Ja, also ich muss sagen, mir hat die Stimmung ganz gut gefallen. Das war halt wirklich neuer Planet, da war Leben, da war was los, das war bunt. Also das hat mir eigentlich recht gut gefallen, ne? Von daher. Vor allem dieses Fluten habe ich immer noch nicht ganz begriffen. Das hat ja mit den Panjasen angefangen, die werden ja auch geflutet. Das geht dann mit der Profanie weiter, wo geflutet wird. Wo wird noch geflutet? Also warte mal, lass uns mal gerade die Fragmente zusammenführen. Das ist einmal das Panjasen-Fragment, das ist gesaved. Ja. Das ist einmal das Fragment in Spafu. Damit wird der Inkubator geflutet, ohne jetzt zu spoilern. Wir haben das Fragment in WLM, damit werden die Profanen geflutet. Mhm. Und was noch? Wird noch irgendwo geflutet? Gab's ja, wir haben noch den Prozessor, noch? Aber das ist so ein Einzelding. Ne? Ja, aber der Prozessor aber ist ja zum Zusammenbauen gedacht. Ja. Ja. Aber gab's nicht schon irgendwie ein Fragment, das ganz schnell gefunden wurde, hier von Guki und irgendwelche Piraten oder sowas? War da nicht was? Was in diesem Zyklus schon alles passiert ist, ey, ohne Scheiß. Ja, das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Das war irgendwie nur so ein, zwei, drei Romane und da hatten die dann, bin ich der Meinung, irgendwie ein Fragment schon gefunden. Das ist aber auch schon ein bisschen her. Hast du vielleicht einen anderen Zyklus gelesen? Ja, vielleicht habe ich auch was anderes gelesen, wer weiß. Vielleicht habe ich auch einfach Adler gelesen. Ich glaube, das war der Prozessor, oder? Der war ja recht unspektakulär. Nee. Ne? Das war hier mit wie hieß sie? Boah, ich krieg's nicht mehr zusammen. Xenia Bifang und der Haluta da aus diesem Institut. Ich suche. Ja, das war aber der Prozessor. Redet ihr mal weiter. Ich glaube auch, das war der Prozessor. Reden Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ja, aber wie muss ich mir dieses Fluten vorstellen? Haben wir jetzt dann, gibt das irgendwie ein Erkenntnis? Ich glaube, das ist ein Erleuchtungsding. Ja, aber das kann ja nicht, also das reicht ja nicht, oder? Also. Ja, es verbreitet gute Stimmung, sie vertragen sich alle wieder. Ja, das ist ja auch ein launiger Typ, ne? Aber, mit seinem Wesen fluten irgendwie, da muss ja irgendwie ein Übertrag, also ein Abrieb sein. Ja. Ja, aber das ist doch, also ist das dann, also ich komme am ehesten in so ein göttliche Erkenntnis-Ding irgendwie. Mhm. Da, weißt du? Und da fehlt mir jetzt noch der Kniff, was da jetzt eigentlich wirklich mit denen passiert, die da geflutet sind. Vielleicht so der Ruf nach Hörung oder halt so dieses Verbindende halt. Ne, das, es sind ja halt so Einzelaspekte einer Persönlichkeit dann halt. Ne, das von daher. Ja, mal gucken. Aber es ist wirklich, also in dem Zyklus passiert so unglaublich viel und ich bin halt auch sehr gespannt, wo das so alles dann jetzt hingeht. Ne? Das ist schon, da werden wir ja nächste Woche schon wieder auch ein Stückchen weiterkommen. Also in der nächsten Folge schon wieder ein gutes Stück weiterkommen.
Aber es passiert so wahnsinnig viel und es ist so ein krasses, höchst Science-Fiction-Konzept. Ist schon abgefahren. Sven, hast du es gefunden? Nö, irgendwie nicht. Kann das sein, dass du die Alaska-Geschichte meinst? Weiß der Teufel. Kann es sein, dass du die Alaska-Geschichte meinst? Ja, ich weiß es nicht. Ja, das kann auch sein, ne? Wann war das denn? Das ist auch schon irgendwie ewig. In den 20ern war das. Weil Piraten ist Perry in Sparten. Ja, das ist halt auch schon wieder in Dreivierteljahr her. Ja, das war ja Marker Herren, ne? Mhm. Die 21er sind Herren, ja. Also Alaska halt, ne? Ja, das kann doch sein, ja. Genau, hier, Ende einer Odyssee. Haben die da nicht am Ende irgendwie ein S-Fragment? Nee. Ach, ich weiß Kriegst auch gerade nicht zusammen. Ja, wahrscheinlich brauchst du das nicht alles zu finden. Wahrscheinlich musst du irgendwie halt nur so einen Grundstock haben und dann... Was sagt er mal auch auf der Baustelle? Das zieht sich. Rest. Ja. Lass da mal Wasser reinlaufen. Egal. Nächstes Mal kommen wir wieder an einen Punkt, wo wir gesagt haben, wir waren alle dumm und dann wissen wir es wieder. Passt. Meine Herren, Michael Markus Thörner, 3264, Zahl drunter. Haben Sie etwa den Faden verloren? Nein. Welcher Faden? Das ist mir zu profan. Profanie, 3 von 5 habe ich da. Da habe ich eine 4 von 5 drunter geschrieben. Ich fand ihn minimal besser als den davor und wäre dann auch bei einer knappen 4 von 5. Ja, also ich, weil wir jetzt hier so, das habe ich nicht verstanden und das und so. Ich fand das schon, dass das ein starker Roman gewesen ist. Einfach dieses Konzept jetzt, ne? Das ist mir noch nicht so klar, aber das hat jetzt mit dem konkreten Roman hier gar nicht so mega viel zu tun. Das ist mehr jetzt so ein Zyklus-Ding, dass ich mich frage, wo sie da so hinwollen und was das eigentlich so ist. Ne? Aber im Roman selber wenig zu meckern, super geschrieben. Markus. Ja, ich habe dem 8 Punkte gegeben. Du hast dem 8 Punkte gegeben? Ich habe dem 8 Punkte gegeben. Ja, mich hat die Umgebung echt überzeugt halt. Ne? Das Profanie war schon etwas erhebend. Und wir hatten natürlich noch die Geschichte mit dem Assassinen. Ne? Das war schon ganz cool. Ja. Mhm. Ja, die mochte ich auch. Das fand ich auch cool. Vrohonen, genau. Die waren ja vorher auch bei Knossen mit dabei. Da waren die auch schon stark. Mhm. So, meine Herren, weiter geht's mit dem letzten Roman für heute. Der Band 3265, Angriff der Schattengarde von Susan Schwarz. Hier muss ich dazu sagen, Angriff der Schattengarde. Stopp! Bevor du den Inhalt machst. Moment, ich will nur noch schnell was zum Titelbild sagen. Das war nämlich der absolut heiße Shit bei meinen Kindern. Yes. Was geht denn da ab? Eine fliegende Schnecke oder was? Was geht denn ab? Alter, fliegende Schnecken im Weltall. Gib dir. Geiles Poster übrigens. So, Markus, ja. ich habe fertig. Cookie folgt dem Attentäter vom Planeten Gorunda zum Forschungsaußenposten der kosmischen Hanse auf dem Planeten Inferno im Irkalia-System. Die Welt selbst ist schon mit ihrer amok laufenden Flora und Fauna eine Herausforderung. Aber die Schattengarde ist doch eine Nummer härter, als der Club der Lichtträger schon war. Was ist jetzt hier diese Schattengarde, Leute? Jetzt müssen wir noch mal ausholen. Also die Schattengarde fängt an, wenn der Club der Lichtträger versagt hat, oder was? Habe ich das richtig im Kopf, oder? Wurde in den Raum geschmissen. Wo Licht ist, ist Schatten, ne? Und vergiss in deinem Leben nicht, wo Schatten ist, da ist auch Licht. Und umgekehrt? So ist es. Ja, ich glaube, das ist einfach so, die Lichtträger ist ja so eine rausgeschmissene Agentenzellentruppe da halt und die Schattengarde sind wahrscheinlich Kmosens Leibeigene, die immer mit ihm mitziehen. Ist es schon eher am Chef dran, ne? Aber. Ja, das ist dann mehr so die roten Trooper, ne? Die hat nur der Imperator. Mhm. Der, weiß ich nicht, Susan Schwarz Magic. Ja, so ein bisschen, ne? Aber nicht ganz. Also sie hat mal so leicht die Tür aufgemacht, aber irgendwie ist der Funke bei mir nicht so ganz umgesprungen oder übergesprungen, besser gesagt. Deswegen bin ich da eher so ein bisschen skeptisch. Ja, was ich total geil fand an dem Roman war, so dieser völlig ungezügelte Optimismus von Guki, ne? Der ist gefesselt, der ist unter Drogen gesetzt, hat keine Parakräfte mehr, aber er ist felsenfest überzeugt, hey, Terraner gewinnt immer. Ja, deswegen bin ich doch in dieses Raumschiff gekommen, um mich festzunehmen. Ja. Alter, 3000 also, Jahre geil. Erfahrung, der weiß, wovon er redet. Was willst du eigentlich von mir? Ja, das stimmt. Da hat mir der Cookie auch wirklich sehr gut gefallen. Der hat das auch ein bisschen, hat es auch getragen irgendwie. Ja, das wirkte auch sehr, sehr viel runder als der Sternensand noch. Also hier, der Sand im Getriebe, den Markus da heraufbeschworen hat, den fand ich, der ist hier schon wieder mit WD-40 ausgespült worden. Er ist mehr so der alte Guki, ne? Der nicht so viel Verantwortung tragende Guki. Ja, und das ist ja auch so ein bisschen, ne? Da kommt ja, ist das in dem oder in dem nächsten mit dieser Plofre-Szene? Nee, ich glaube, das war hier, ne? Das war hier, gell?
Ja. Ja, das fand ich einen tollen Moment. Das hat mir sehr gut gefallen. Wo er den Dr. Jekyll und Mr. Hyde Moment hat, ja. Ja, genau. Ich fand auch die Rahmenhandlung ganz cool, halt, weil mit Gookies Memoiren halt, ne, das gibt ja dem Ganzen nochmal so einen heroischen Rahmen halt. Ne. Er meinte halt, ich muss das gucken, ob die Geschichte so taugt, ob ich sie so weitererzähle oder ob ich da noch ein bisschen dann rumfeile halt. Ne. Das war schon ganz cool, weil die Story selber, du merkst halt so ein bisschen so wie Musa Gai halt, ne. Irgendwie fühlst du dich total kacke dabei, es geht alles schief, aber am Ende gewinnst du trotzdem halt. Ne. Das ist... Ja gut, da hat Susan Schwarz halt auch ordentlich ins Fandom zurückgeschossen, ne, muss man sagen. Da kommt ja die Stelle, wo Cookie dann sagt, ja, viele Passagen davon muss ich mit Fantasy-Elementen übertünchen. Ja. Das war ja eine schöne Nase gedreht, sag ich mal. Fand ich sehr, sehr schön. Ja. Der hatte, finde ich, irgendwie ein bisschen wenig Kanten. So, also das ist am Ende ein ganz guter, ruhiger Roman, ne? Und wie gesagt, so dieses bisschen Biografie-Cookie und so dieses ein bisschen auf die Vergangenheit bei Cookie wieder eingegangen, das fand ich super. Aber ansonsten, man merkt es schon, ich habe mir nicht direkt gemerkt, war das in dem Roman, dann wird der mir nicht so hängen bleiben. Ne? Daher, stimmt. Ja. Aus dem ganzen Handlungsblock bleibt bei mir nicht viel hängen. Ja, das ist halt ehrlich. Recht neu, ne? Das ist halt noch nicht wirklich richtig eingeführt, der Handlungsblock, ne? Also da fehlt das so der Verbinder halt, ne? Auch zum Vorblock halt natürlich. Ja, vor allem, weil es sich auch nicht wie eine Reise anfühlt, weil Cookie dann einfach da ist und direkt loslegt und also in Sternensand und dann so richtig, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da ankomme, dass ich das kennenlerne und dann halt damit Abenteuer lesen werde und dann ist es halt irgendwann wieder vorbei und dann denkst du so, ja, okay, ist nett. Ja, ich hoffe, dass im nächsten Heft, wenn wir in WLM sind, nochmal so zwei Absätze sind, wo das alles zusammengefasst ist. Ja, das fehlt noch ein bisschen bei der Handlungsebene, ne? Und ich muss halt sagen, also halt die Handlungsebene davor hat halt sau Bock gemacht. Ich hatte auch dann mehr Bock auf die Handlungsebene danach. Deswegen ist der auch jetzt vielleicht in einer Position, die nicht so mega glücklich ist. Aber wie gesagt, der Gookie hat es gebracht. Mhm. Den mochte ich sehr. Ja, der Block wirkt so ein bisschen reingestopft, ne? Das ist so. Obwohl, der Roman selbst, den fand ich nachher cool. Ne? Das war ja, so, ja. Wie gesagt. Ja. Gut, Leute, haben wir noch was zu dem Heft? Also ich habe da nichts mehr in der Tat. Dann zahlt runter. Ich habe 8 Punkte. Bei mir waren es 4 von 5. Ich bin auch wieder bei einer 4 von 5. Wo sollte ich sonst sein? Das ist klar. Das ist ein sehr einheitliches Ergebnis, sogar Markus. Auf die 5er-Wertung runtergebrochen. Wir treffen uns da alle sehr gut. Du musst es noch sagen, Dominik. Das war wieder ein ganz starker Perron. Ach ja, mein Gott. Ich finde generell im Moment, dass der Zyklus auch ziemlich gut läuft. Ne? Also das ist sowohl bei Neo als auch hier, das liest sich einfach gerade alles ziemlich gut. Ich habe sehr Bock. Ist gut gerade mit Perron. Ich ehrlich gesagt ganz andersrum. Also nach den Akonen, wie hast du es genannt? Akonenklone. fand ich so ein bisschen, habe ich einen Faden verloren und ich hatte mir überlegt, ob ich dann vielleicht warte, bis der ganze Handlungsblock da ist und ich dann demnächst mal zusammenhängend wieder lese, weil ich irgendwie gerade jetzt mit der Miniserie auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich mir das so reindrücke. Ja, da sagst du, aber das fällt mir immer, spätestens wenn die Miniserie dazu kommt, ein bisschen schwer, bei allem aktuell zu sein. Gerade die Miniserien habe ich ja früher immer erstmal alle 12 kommen lassen und dann einem Stück weggelesen. Und eigentlich erst durch die Podcasts, weil wir dann halt aktuell sein wollen, habe ich das so gemacht, dass ich die dann auch immer aktuell lese. Das ist eine Herausforderung. Das ist so. Plus, wir lesen ja noch schön munter, fröhlich parallel irgendeinen anderen Perioden-Scheiß zwischendurch. Ja, ne? Stell dich nicht so an. Früher haben Leute auch die 4. und 5. Auflage gleichzeitig gelesen. Ja, und die 1. und die 2. Alle 5 gleichzeitig. Ja, ihr werdet lachen. Ja, ja. Ich habe die 1., die 3. und die 5. und die Silberwände. Ja, ja. Ja. Ja, das geht schon alles, aber klar, also einfach so das ein bisschen Übersicht zu behalten und dann auch so dieses Zykluskonzept, wenn der halt so voll ist wie der gerade, so dann im Kopf zu behalten, ist schon schwer. Ich meine, guck mal, das haben wir jetzt gerade selber gemerkt, ne, dass wir sagen, oh ja, wie war denn das hier in den 20ern? Ne, war da nicht noch ein S-Fragment? Und das merkt man halt. Das ist toll, dass der so vollgepackt ist, weil super viel passiert, tolle Science-Fiction drin ist, tolle Konzepte, was geht ab? Aber das ist halt dann auch ein Anspruch, den Überblick zu behalten, gerade wenn man eben alles liest. Ja, Dominik, bist du denn bereit dafür jetzt? Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablegen kannst. Was hältst du davon, wenn wir einfach mal die Miniserie liegen lassen? Bringst du das über dich?
Nee. Ich auch nicht. Sollen wir Neo liegen lassen oder was wollen wir jetzt? Was ja, machen wir jetzt geht damit? Aber halt auch gerade nicht so richtig. Ja, ne? Nee, ist irgendwie nicht. Ist schon, ne? Schwer. Ist schon schwer. Also ich sehe schon, wir haben halt das Problem, das kein eigentlich großes Problem ist. Wir wollen ja auch aktuell sein. Gehört halt mit dazu, gell? Das Leben ist unfassbar hart, oder? Ja, da müssen wir auch noch Planetenromantik machen. Guck mal. Zwei Jungs, ein Roman. Ich sag nur Planetenromantik. Ja, siehst du. Nee, Leute, Schluss für heute. Das hat mir wieder riesen Spaß gemacht. Ich muss noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir legen gerade bei Stardust Ruf Terra wieder ordentlich los. Oh, geht's ja. Geht gerade ordentlich rund. Und Leute, ne, ich will jetzt nochmal Stellung beziehen zu ein paar Kommentaren. Ich bin ein Neuleser, aber das Konzept von Stardust Ruf Terra nochmal erklärt. Wir lesen diese Romane im Jahr 2024 und blicken zurück auf das Thema. Und wenn ich dann etwas anprangere, was man heutzutage nicht mehr tun kann oder tun könnte oder was sich heute komisch liest, wie gesagt, aus der Perspektive 2024, empfinde ich das nicht als respektlos und kein Bashing der alten Serie. Und man muss mich dann in Folge, weiß ich nicht, 130 plus auch nicht mehr darauf hinweisen, dass man vielleicht mit dem Konzept von diesem Podcast nichts anfangen kann. Dann wenn ist du 130 so. Folgen von einem Podcast gehört hast und von dem Konzept nicht überzeugt bist. Dann ist nicht das Konzept das Problem. Ja. Nee, das macht mich immer so ein bisschen emotional. Also Leute, bleibt dran. Stardust Ruf Terra geht weiter. Wir bewegen uns gerade mit großen Schritten aufs Zyklusfinale zu. Das ist ja schon fast 15 Heften soweit. Jetzt, wo bei den Pospis auch Pospis sind, ne? Ja. Und dann, Leute, werden wir richtig ins Tal der Tränen kommen, wenn wir um Plophos sprechen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Da komme ich wieder öfter zu Gast. Ja. Wenn ihr denkt, jetzt wird viel gemeckert, passt mal auf. Genau. Ja, aber da sagst du was, das ist einfach ein Thema, das wird sich, glaube ich, auch nicht so richtig ändern. Aber Leute, am Ende des Tages machen wir das hier doch, weil wir es cool finden. Also, wenn sich der Chris da hinsetzt und so ein Heft gelesen hat und so ein Heft aufbereitet, macht er das doch, weil er die cool findet. Und ich muss auch noch mal sagen, jetzt gerade, die letzten Folgen habe ich die Tage auch gehört. Die kommen ja am Ende des Tages bei dir eigentlich ziemlich gut weg. Alter, Kurt Brandt mit 10 von 10, was geht denn ab? Ja, ja. Also, wir hätten das vor 30 Folgen noch schon gedacht. Und dann vielleicht ein kleines bisschen Kritik muss erlaubt sein. Punkt. Ach so, und es wird auch weitergehen mit dem Weltendieb, also mit unserem eigentlichen Flaggschiff-Podcast, der eigentlich gerade wie der fliegende Holländer ist. Nur alle 7 Jahre mal. Darf er ein Land gehen? Nee, das werden wir auf jeden Fall auch tun. Ich weiß leider noch nicht genau, wie wir das machen sollen, weil mir aktuell noch ein bisschen die Muse dazu fehlt. Und Leute, es ist privat gerade sehr, sehr viel los. Ja, wir sind alle arbeitende Menschen, die das alles nebenher machen. Und wie gesagt, also allein schon bei Perioden aktuell zu sein, kann eine ganz schöne Herausforderung sein. So, genug lamentiert, oder? Ja, das ja, Leben tschüss, ist ne? Doch eigentlich ganz schön. Ihr Lieben, wir geloben Besserung und nächste Folge machen wir ein bisschen mehr zeitnah. Ha, damit wir aktuell sind. Und wisst ihr noch was? Ich gehe mir jetzt einen Topf Nudeln machen. Oh yeah. Ram Wood. So, tschüss ihr Lieben. Auf Wiederhören. Tschüss. Macht's gut. Ciao.